Ja, liebe Teilnehmer, nochmal herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Alexander Mantel. Ich bin heute Abend Ihr Gastgeber. Möchte mich natürlich kurz vorstellen bei Ihnen. Ich bin Jurist, habe mich im Studium auf den Schwerpunkt Bank- und Kapitalmarktrecht festgelegt. Und zurzeit bin ich als selbstständiger Trader tätig und auch als Autor, zum Beispiel für das Traders Magazin. Mit dem Thema, mit dem wir uns heute Abend auch hier beschäftigen, sehr mit Social Trading, beschäftige ich mich inzwischen seit mehr als 2 Jahren. Unter anderem zum Thema Social Trading bin ich auch Experte auf der Guidance-Plattform. Sie kennen Guidance vielleicht auch schon von dem Iondo-Desktop dort. Mein Desktop auf Guidance, den finden Sie ganz einfach unter www.alexandermantel.com. Übrigens finden Sie dort auf Guidance im Videofenster auch stets die Aufzeichnung der bisherigen Follower Academy Webinare. Wenn Sie also mal eine Folge verpasst haben, können Sie einfach dort vorbeischauen und finden das dort dann im Videofenster. Ein Hinweis noch zu Beginn, bevor ich dem Michael die Möglichkeit geben möchte, sich einmal vorzustellen bei uns. Alle Fragen, die hier möglicherweise auftreten heute Abend von Ihrer Seite, die dürfen Sie natürlich sofort stellen, wenn die Frage auftritt. Und wir werden es dann wieder so wie gehabt halten, dass wir ungefähr die letzten 10 bis 15 Minuten dann der Beantwortung Ihrer Fragen widmen, aber wie gesagt, sobald die Frage auftritt, bitte einfach sofort hier über die Fragenfunktion stellen. Ja, lieber Michael, wir haben es ja gerade auch schon kurz besprochen beim Soundcheck. Nochmal auch dir herzlich willkommen. Schön, dass du heute Abend unser Special Guest bist hier. Wir sehen ja hier schon die Folie zu Michaels Vita. Ich würde sagen, ich gebe jetzt erstmal das Wort an dich ab, dass du ein bisschen über dich erzählst, Michael. Ja, also erst nochmal ein freundliches Hallo aus Berlin in die Runde dieses Webinars. Ja, so die Fixdaten sind eigentlich auf der Folie ganz gut zu entnehmen. Ich bin also nicht mehr der Jüngste, etwas über 50, hauptberuflich im Finanzdienstleistungssektor tätig. Und da man da natürlich auch viel mit Investmentfonds zu tun hat und hatte, war das so meine erste Berührung zum Thema Börse. Habe in dem Zusammenhang in den 90ern mal ein Depot gewonnen, damals über die Direktanlagebank, weil ich beim Börsenspiel gewonnen hatte. Das Ganze wurde natürlich relativ schnell geerdet mit Optionsscheinen. Habe im Grunde genommen so alles durch, was man so durchhaben kann, auch von den Handelsinstrumenten. Stichwort CFD, bin also einer der ersten Kunden, die mit dieser Art von Produkten sehr frühzeitig Erfahrung gemacht hat. Seit 2004, 2005 handle ich die selber auch aktiv. Und dadurch, dass ich ja nur hauptberuflich aktiv oder tätig bin, habe ich mir so eine kleine Nische gesucht und habe im Herbst 2012 einen Blog ins Leben gerufen zum Thema Social und Copy Trading, weil das aus meiner Sicht damals ein Thema war, was sehr wenige besetzt haben. Den Blog gibt es jetzt nur mittlerweile 5,5 Jahre. Und in dem Zusammenhang war ich natürlich auch sehr nah an Iondo dran, weil Iondo kenne ich im Grunde genommen seit der Vorstellung im Traders Magazin im Mai 2009. Und von daher auch meine doch recht gute Erfahrung sowohl zu dem Produkt Iondo als auch zu den dort aktiven Tradern, weil den einen oder den anderen hat man doch mal im Laufe der Zeit kennengelernt. Ja, das heißt, du verfolgst Iondo oder insgesamt die Social Trading Branche nun auch schon viele Jahre. Wie gesagt, seit 2009 bei Iondo dabei. Hast natürlich auch dann die vorherige Runde der Social Trading Meisterschaft. Das Ganze hat ja im vergangenen Jahr zum ersten Mal stattgefunden, beziehungsweise 2016, 2017 und nun ja jetzt in der zweiten Runde. Das ist ja auch ein zentrales Thema heute Abend, über das wir sprechen wollen. Am 1. Februar war ja das Finale der zweiten Runde der Social Trading Meisterschaft und Michael hat sich mal die Mühe gemacht, dass er so ein bisschen sich die Gewinnerprofile angeschaut hat und das ein oder andere rausgesucht hat, über das wir hier heute Abend gemeinsam sprechen wollen. Noch ein Hinweis, Michael hat es, glaube ich, jetzt gerade nicht gesagt, steht aber natürlich auch auf der Folie. Wenn Sie sich interessieren für Michaels Beiträge zum Thema Social Trading, schauen Sie doch einfach mal auf seinem Blog vorbei unter www.trading-der-besten.de.
Da finden Sie immer spannende Neuigkeiten zum Thema Social Trading. Vielen Dank Ja, für den Hinweis. Ja, sehr gerne, Michael. Wenn du dir schon die Mühe machst, hier heute Abend dabei zu sein, dann muss doch so viel Hinweis erlaubt sein an der Stelle. Bevor wir jetzt ins eigentliche Thema einsteigen, liebe Teilnehmer, und uns hauptsächlich mit der Meisterschaft und den Gewinnern des Wettbewerbs beschäftigen werden, möchte ich nochmal auf einige Punkte zu sprechen kommen, die Iondo auszeichnen, insbesondere Iondo als verlässlichen Social Trading Broker auszeichnen. Es gibt hier auf der Plattform vielfältige Möglichkeiten, seine Risiken zu begrenzen. Und zwar nicht nur für die CFD-Trader, die also ihre Handelsentscheidungen selber treffen, sondern auch für die Social-Trader, und zwar sowohl für die Top-Trader, für die Signalgeber, aber auch für uns, für die Follower. Wir werden bestimmt auch im zweiten Teil des Webinars heute, wo wir uns dann wieder eher den regulären Follower-Academy-Inhalten widmen, noch auf einige zu sprechen kommen. Iondo ist nicht nur technologisch, sondern auch, was den regulativen Rahmen betrifft, vielfach einen Schritt voraus. Bereits seit langem verzichtet Iondo beispielsweise auf die sogenannte Nachschusspflicht. Nun ist dies ja für alle CFD-Broker von der BaFin verbindlich vorgesehen. Iondo hat da sozusagen Pionierarbeit geleistet und hat schon freiwillig da auf die Nachschusspflicht verzichtet, als es regulatorisch noch nicht zwingend erforderlich war. Die Sicherheit der Kundengelder, die steht bei Iondo auch nicht nur mit Blick auf die Nachschusspflicht im Fokus, sondern auch in einem Insolvenzfall des Brokers wären die Einlagen der Kunden bis zu 1 Million britische Pfund pro Kunde und damit deutlich über die Schwelle der britischen Einlagensicherung hinaus gesichert. Der Kundenservice bei Iondo, der steht Ihnen selbstverständlich auch in deutscher Sprache zur Verfügung. Sie können den Kundenservice per E-Mail, aber natürlich auch per Telefon erreichen. Social Trading bei Iondo bedeutet ein Höchstmaß an Flexibilität. Sie können das Following jederzeit beenden. Sie können einzelne Positionen schließen oder auch verändern. Auch das sind Punkte, auf die wir hoffentlich heute Abend noch zu sprechen kommen werden. Aber sonst darf ich Ihnen da auch gerne die Follower Academy Reihe an sich empfehlen. Das sind alles Punkte, die wir hier regelmäßig in den Academy Webinaren besprechen. Die Plattform, das werden Sie bestimmt auch schon gemerkt haben, wenn Sie zumindest mit einem Demokonto schon mal gearbeitet haben, die ist sehr intuitiv zu bedienen. Das erfordert kein umfangreiches Fachwissen. Wichtig ist aber zu wissen, eine gewisse Beschäftigung mit dem Thema und auch eine Pflege des Portfolios, die sollte natürlich dennoch erfolgen. Stichwort Pflege des Portfolios. Hier im Webinar versuchen wir das Ganze natürlich immer besonders anschaulich darzustellen, indem wir hier gemeinsam mit den Teilnehmern ein Webinar-Portfolio, wie ich das immer nenne, führe. Zum Jahreswechsel haben wir uns jetzt zur Aufgabe gemacht, dass wir das Webinar-Portfolio neu aufsetzen, dass wir also eine neue Mannschaft aus bis zu 5 Top-Tradern zusammenstellen. Da ist natürlich jetzt das Finale der Social Trading Meisterschaft ein ganz willkommener Anlass für uns, um möglicherweise da noch ein bisschen Input zu kriegen, wer da an neuen Level 5 Tradern sozusagen für unser Webinar-Portfolio in Betracht kommen könnte. Das Ganze machen wir, wie gesagt, um es hier ein bisschen anschaulicher zu halten. Es ist natürlich keine Anlageempfehlung, liebe Teilnehmer, das sage ich an der Stelle auch immer wieder. Bitte verstehen Sie das nicht als Anlageempfehlung, was wir Ihnen hier an Top-Tradern zeigen oder besprechen. Es dient einfach nur dazu, dass wir die Sache etwas anschaulicher für Sie machen. Ja, Michael, wir haben es gerade schon kurz angerissen. Das Ziel der Social Trading Meisterschaft war ja, Level 5 zu erreichen, also Level 5 Trader bei Iondo zu werden, von dem Iondo Karrierestufenmodell, also die höchste Stufe zu erreichen. Das heißt, der Wettbewerb hier war also nicht einfach ein Gewinnspiel, wo man eine Frage beantworten musste und einen Preis bekommen hat. Man musste sich also schon wirklich Mühe machen. Man musste hier diszipliniert und nachhaltig traden, handeln und das über ein Jahr hinweg. Am 1. Februar war das Finale. Ich habe hier auf der Folie zum Einstieg nochmal die Eckpunkte dieses Karrierestufenmodells dargelegt. Also wichtig ist im Prinzip, dass man diese Voraussetzung, diese Karriereleiter durchläuft, um dann schlussendlich nach frühestens 365 Tagen an der höchsten Stufe Level 5 anzukommen. Voraussetzung ist eine Mindestperformance gewesen von 6% und auch ganz wichtig, sobald der maximale Drawdown von 25% hier überschritten wird zu irgendeinem Zeitpunkt, würden die Top-Trader zurückfallen auf das erste Level, auf den Street-Trader und es wäre ihnen auch nicht mehr möglich, wieder aufzusteigen. Michael, vielleicht willst du uns auch ein bisschen dazu erzählen, grundsätzlich, was steht eigentlich dahinter, dieses Karrierestufenmodell, das hat ja nicht nur Auswirkungen für die Top-Trader selbst,
weil sich ja ein Stück weit der Verdienst der Top-Trader auch an der erreichten Karrierestufe bemisst, sondern hat natürlich mittelbar auch für die Follow-Auswirkungen. Wie schätzt du das Ganze ein? Wie wichtig ist überhaupt so eine Disziplinierung, wenn man sich so scharf ausdrücken will, von einem Broker oder gerade von so einem Social-Trading-Anbieter wie Ayondo jetzt hier, dass man da so eine Karriereleiter aufsetzt? Was ist da der Sinn? Hältst du das für sinnvoll? Was sind deine Gedanken so zu dem Thema? Also mal generell eins vorab, Ayondo ist ja einer von vielen Wettbewerbern auf diesem Gebiet und auch einer mit einer langjährigen Erfahrung. Man muss natürlich sagen, dieses Modell der Trader-Karriere hat natürlich dazu geführt, dass ein gewisses Maß an Qualität in die Signalanbieter hineingekommen ist. Wenn man sich vor Augen hält, es waren zeitweise über 1000 aktive Strategien auf Ayondo unterwegs. Wir haben jetzt in diesem Level 5, wenn ich mir gerade mal in das aktuelle Ranking schaue, 34 sogenannte Real Money Trader, die in dieser Stufe 5 drinne sind. Dann sagt das natürlich auch schon einiges aus über, ich sag mal, Durchhaltevermögen, verantwortungsbewusstes Traden und natürlich auch Qualität derjenigen, die dort in diesem Level drinne sind. Vergleichbare Portale machen das an anderen Kriterien fest. Da geht es nicht unbedingt darum, in einem bestimmten Zeitraum bestimmte Risikokennziffern zu erfüllen, sondern leider richtet sich meistens nach der Anzahl der Kopierer und diese werden meistens bestimmt durch die erbrachte Performance, die auch nicht unbedingt immer im Einklang stehen muss mit einer, naja, risikoarmen Handlungsweise. Von daher halte ich dieses System von Ayondo für sehr vernünftig und man merkt natürlich auch, dass es nicht ganz so einfach ist, vor allem auf Dauer in dieser Karrierestufe 5 zu bestehen. Das Modell an sich gibt es jetzt gut 3 Jahre oder 3,5 Jahre und man merkt ja allein aufgrund der relativ hohen Fluktuationen in diesen oberen beiden Karriereleveln, dass es eben nicht ganz so einfach ist. Und für diejenigen Händler, die dort unterwegs sind, ist es natürlich auch immer eine Frage des Ansporns, das Level zu bestätigen. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der eine Plattform wie Ayondo als Nebenverdienst sieht, um dort, ich sag mal, in relativ kurzer Zeit gutes Geld zu machen. Aus Sicht der Follower ist natürlich dieses System sehr gut geeignet, ich sag mal, eine gewisse Vorauswahl zu treffen, wo man seine persönliche Risikoneigung natürlich auch mit den jeweiligen Profilen in Einklang bringen kann und wer eben darauf aus ist, eine relativ moderate Performance über einen längeren Zeitraum zu machen, sollte sich natürlich auch in den oberen Levels umschauen. Und wer es eben etwas sportlicher mag, na gut, da gibt es dann auch noch die Karrierestufen 1 bis 3. Aber letzten Endes sind wir ja alle irgendwo bemüht, auf längere Sicht, und zwar regelmäßig, gutes Geld zu verdienen. Und dort bietet es sich natürlich an, sich gerade an den Trainern zu orientieren, die eben bewiesen haben, dass sie über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr, denn das besagt ja diese Karrierestufe 5, ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis, ich sag mal, hinzulegen und natürlich auch einen Drawdown, ich sag mal, zu berücksichtigen, der eben nicht unbedingt dazu führt, dass man innerhalb kürzester Zeit das Konto schrottet. Also was ich ganz wichtig finde, Michael, das hattest du ja gerade gesagt, das ist halt, dass dieses Karrierestufenmodell letztlich dem Follower eine Orientierungsmöglichkeit gibt. Es schließt ja keinen aus oder es macht ja keine strikten Vorgaben. Das heißt, es steht jedem ja offen, wenn er es möchte, durchaus auch Level 1 oder also Street Trader oder Advanced Trader zu folgen. Es ist ja nicht so, dass es eine strikte Vorgabe ist. Es ist aber einfach eine gute Orientierungsmöglichkeit, denke ich. Weil gerade halt durch diese Vorgaben, die halt innerhalb des Modells gemacht werden, kann ich doch schon sagen, die Karrierestufe lässt Rückschluss auf einen gewissen, auf eine gewisse Nachhaltigkeit, auf eine gewisse Disziplin vielleicht beim Handel, auf einen gewissen Track Record halt, der da schon bewiesen wurde sozusagen. Und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Und letztlich haben wir natürlich auch den für uns als Follower hoffentlich dann schönen Effekt, dass durch die Verknüpfung der Karrierestufe mit den Einkommensmöglichkeiten
Möglichkeiten der Signalgeber bei Ayondo letztlich auch ein gewisser Ansporn, eine gewisse Motivation wahrscheinlich tatsächlich geschaffen wird, diese Karrierestufen erfolgreich zu durchlaufen und dann auch möglichst die fünfte halt zu halten. Wir werden auch im späteren Verlauf des Abends noch auf einen weiteren Punkt zu sprechen kommen, denke ich, wenn wir uns diese Profile gleich anschauen. Das ist nämlich der Risk Score, der Trader Risk Score. Das ist eine relativ neue Kennzahl bei Ayondo, die letztlich auch mit dem Ziel eingeführt wurde, um halt den Followern einen relativ schnellen Überblick zu geben, wie aktuell dieses Risiko, gemessen natürlich stets an Angaben, die auch dieser Algorithmus aus dem vorherigen Handeln oder der aktuellen Situation generieren muss, aber wie dort eine Einschätzung halt stattfinden kann. Ich denke gerade beim Social Trading, ich vermute, du siehst das ähnlich, Michael, wo ja doch wahrscheinlich auch eine Menge Leute sich tummeln, sage ich jetzt mal, positiv gemeint durchaus, die vielleicht noch nicht so tiefe eigene Börsenhandelserfahrungen haben, also jetzt auf der Seite der Follower wohlgemerkt, ist es wichtig, dass man hier Instrumente den Menschen an die Hand gibt, wo sie relativ einfach und relativ ja leicht doch im Prinzip eine Einschätzung vornehmen können. Das ist für mich so das Wesentliche im Prinzip solcher Sachen wie Karrierestufenmodell oder halt auch Trader Risk Score. Das soll natürlich den Kunden nicht entbinden oder den Follower in dem Fall nicht entbinden, dass er sich auch detailliert mit den Profilen, so wie wir das halt heute Abend auch machen wollen, beschäftigt. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man so grobe ja Marken hat, an denen man sich vielleicht orientieren kann. Und ich glaube, da ist einfach die Karrierestufe schon hier in der Ayondo-Welt ein zentraler Punkt, wo man es dran festmachen kann vielleicht oder wo man sich dran orientieren kann zumindest, wenn man auf der Suche ist nach zum eigenen Risikoempfinden, zum eigenen ja, Risikoaffinität passenden Top-Tradern. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns jetzt zunächst noch diese Folie an, die hat Michael uns mitgebracht. Das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant, dass wir das Ganze mal so als Rendite, wir sprechen hier über Trading und Handeln, sehen. Das Preisgeld wurde ja auch verdient sozusagen durch diesen Wettbewerb, durch Trading. Michael, vielleicht willst du die Folie mal so ein bisschen vorstellen. Ich würde sagen, danach gehen wir dann einfach auf die Plattform und schauen uns mit den Teilnehmern gemeinsam wirklich mal ein paar der Gewinnerprofile, die uns beiden aufgefallen sind, an. Ja, Anlass dieser Folie war im Grunde genommen der Vorjahreswettbewerb, der ja als Premiere stattgefunden hat. Damals sind, glaube ich, 330 oder 340 Teilnehmer ungefähr angetreten, um diese Karriere zu meistern. Dadurch, dass ja das Preisgeld abhängig war von der Anzahl der Teilnehmer, war es natürlich durchaus erst einmal wichtig oder interessant zu wissen, wie viel machen überhaupt mit. Das heißt, wie groß ist der Pott? Und was würde denn im Zweifel für jeden Einzelnen dabei rausspringen, wenn er sich erfolgreich über diese 12 Monate in das Karrierelevel 5 arbeitet? Und bei diesem Deckel von 300 Teilnehmern war eben der Prämientop 50.000 Euro. Und kurioserweise hat sich das Ergebnis derjenigen, die da erfolgreich durch die Karriere gekommen sind, in diesem einen Jahr wiederholt. Wir hatten also letztes Jahr 22 Händler und Händlerinnen, waren also auch einige Frauen dabei, die das sehr, sehr gut gemacht haben. Und da blieben also für jeden unterm Strich 2.273 Euro hängen, wenn man das eben mal aufrechnet auf die damals erforderliche Mindesteinlage von 1.000 Euro, macht das mal sportliche 217% auf das eigene Risiko, was man eingegangen ist. Und von daher hat sich das schon mal erheblich gelohnt. Und lustigerweise in diesem Jahr, es sind weniger Teilnehmer gewesen, aus welchen Gründen auch immer, wir hatten etwas über 100. Der Prämientopf war aber genauso groß und auch diese mittlerweile 22 Teilnehmer, die dort noch auf dem Ranking der Next Trading Star Homepage zu verzeichnen sind, haben also im Grunde genommen fast das gleiche Geld für sich vereinnahmen können. Aber wenn man eben schaut, wie viele sind angetreten, wie viele sind durchgekommen, hat sich eigentlich im Vergleich zum Vorjahr eigentlich die Quote sogar verbessert. Ne, denn letztes Jahr hatten wir 7%, die durchgekommen sind. Dieses Jahr sind es roundabout 20%. Und wir werden das ja nachher auch feststellen. Es gibt ja einige Teilnehmer des Wettbewerbs, die haben auch nur das Allernötigste gemacht über diese 12 Monate, um in den Genuss der Prämie zu kommen. Andere waren da etwas aktiver. Aber für diejenigen, die eben diszipliniert sich diese 12 Monate zum Ziel gesetzt haben, ich möchte durchkommen, möchte ins Karrierelevel 5,
hat sich natürlich das erheblich gelohnt, denn auf diese Art und Weise hat man einfach mal relativ easy 200% gemacht. Und zwar ohne größeres Risiko, außer im Prinzip den eigenen Teufel ein bisschen im Zaum zu halten und ein bisschen diszipliniert sein Trading über das Jahr durchzuziehen. Ja, also ich finde, das ist ein interessanter Punkt, weil halt letztlich nicht nur die Rendite, die tatsächlich jetzt erwirtschaftet wurde, dann auch für die Follower, die halt dem Teilnehmer gefolgt sind, sondern hier auch die persönliche Rendite, wenn man so sagen kann, die der Teilnehmer halt dadurch erzielen konnte, wenn er wirklich zu den Gewinnern zählte. Das ist natürlich dann schon enorm, wenn man sich so eine Prozentzahl anguckt. Ja, und das zeigt doch, wie sehr sich halt hier bei dem Wettbewerb dieses nachhaltige, disziplinierte Handeln für die Teilnehmer ausgezahlt hat. Und ich finde es eigentlich schön. Natürlich, man könnte jetzt sagen, okay, es waren letztes Mal 300 Teilnehmer, es sind diesmal nur 100 Teilnehmer. Ich sehe das aber gar nicht negativ, weil ich denke, man muss halt sagen, die erste Runde war natürlich halt das erste Mal, dass dieser Wettbewerb in der Art überhaupt stattgefunden hat. Und da haben sich wahrscheinlich auch Leute dran versucht, was ja auch völlig legitim ist, die dann halt im Rahmen dieses Wettbewerbs merken mussten, okay, reicht jetzt mit meinem Können vielleicht doch nicht unbedingt dazu. Und ganz bewusst haben sich dann vielleicht bei der zweiten Runde auch wirklich überwiegend oder zum großen Teil dann Leute angemeldet, die vielleicht wirklich auch eine reellere Chance hatten, dann bis zum Schluss durchzukommen. Und Michael hat es ja gerade schon gesagt, es schlägt sich dann natürlich in dieser besseren Quote da von 23 Gewinnern. Von 100 Teilnehmern 23 Gewinner. Dadurch konnte sich dann natürlich die Erfolgsquote sozusagen deutlich verbessern. Also wir haben hier so eine gewisse Auswahl vielleicht gesehen, dass beim zweiten Mal sich ganz bewusst mehr Leute auch vielleicht angemeldet haben, die gesagt haben, ich traue mir das ernsthaft zu und die halt dann auch vielleicht ja den Charakter dieses Gewinnspiels, was es eigentlich gar nicht ist, dieses Wettbewerbs wahrgenommen haben, dass es halt wirklich ihr ernstes Trading ist. Das ist halt echt hart verdientes Geld in Anführungszeichen. Das ist halt nicht einfach irgendein Gewinnspiel, wo man eine Preisfrage beantwortet oder irgendein Börsenspiel. Das ist ja auch, finde ich, ein wesentlicher Unterschied dieser Social Trading Meisterschaft zu klassischen Börsenspielen, die man sonst vielleicht so kennt, wo es einfach nur, in Anführungszeichen, nur um Rendite geht. Also wo man halt einfach nur drauf loshandelt, um, keine Ahnung, in 2, 3 Monaten eine Rendite von 200% oder sowas zu erzielen. Egal wie man es macht, teilweise unter Missachtung sozusagen jeglicher Risiko- und Money-Management-Grundsätze, nur um irgendwie eine maximale Rendite rauszuholen. Und klar, ist auch eine Leistung, will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, ist aber halt auch viel Glück dabei und funktioniert dann in der Realität langfristig meistens nicht. Denn ich glaube, langfristig überleben schon in der Regel die Trader mit ihrer Strategie, die sich halt nicht nur auf die Rendite konzentrieren, auf die Performance, sondern die halt auch sagen, ich mache mir von Anfang an Gedanken zum Risiko und Money Management, zur Positionsgröße, wie setze ich die Stops, wann steige ich aus, wann nehme ich Gewinne mit, wo also direkt wirklich das Gesamtkonzept stimmt sozusagen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was man jetzt hier gesehen hat bei der zweiten Runde, dass halt hier gezielt Leute teilgenommen haben, die vielleicht gesagt haben, Mensch, ich glaube, ich habe das drauf. Naja, und von 100 Teilnehmern 23 Gewinner ist wirklich, denke ich, ganz ordentlich. Du hast es gerade gesagt, Michael. Ich gehe jetzt nämlich auch mal auf die Homepage des Wettbewerbs auf www.next-trading-star.com. Dort sehen wir auch dieses Ranking, also genau wie es jetzt aktuell aussieht. Und zwar für diejenigen, die es gerade nicht so schnell gehört haben, hier nochmal www.next-trading-star.com. Unter Rangliste, wenn ich hier oben dann klicke, finde ich diesen Chart, diese Charts sozusagen, diese Hitparade der besten Trader aufgeteilt nach den verschiedenen erreichten Levels. Und wenn ich dann hier auf Level 5 klicke, dann sehe ich halt jetzt, Michael sagt es gerade, insgesamt 22 Trader, die hier zu finden sind. Das liegt ganz einfach daran, liebe Teilnehmer, dass dieses Ranking, diese Liste fortlaufend auch nach dem ersten, zweiten noch weiter aktualisiert wurde. Und leider ist es so, dass einer, offensichtlich der Gewinner, inzwischen auf Level 1 wieder zurückgefallen ist, glaube ich, also nicht mehr in Level 5 zumindest handelt und deswegen hier, Entschuldigung, bei den Level 5 Kandidaten nicht mehr zu finden ist. Das ist ja auch das Wesen dieses Karrierestufenmodells, dass halt nach Überschreitung dieses Maximum Drawdowns von 25% diese Herabstufung auf Level 1 geschieht und das kann natürlich auch den Gewinnern dieses
Wettbewerbs, sofern sie weiterhandeln, jetzt hier natürlich noch passieren. Und deswegen sehen wir also hier jetzt nur in Anführungszeichen 22 Händler, 22 Teilnehmer mit Level 5 statt der 23, die ursprünglich zu den Gewinnern zählen des Wettbewerbs. So, Michael, jetzt hast du dir, glaube ich, die Mühe gemacht und hast dir diese Liste schon mal etwas genauer angeschaut in den vergangenen Tagen und hast, glaube ich, da, hast du mir erzählt, so ein, zwei, drei Profile gefunden, die dir besonders aufgefallen sind, wo wir mal heute Abend mit den Teilnehmern etwas drüber sprechen wollen und anhand derer wir dann auch allgemein so ein bisschen zeigen wollen, was kann man aus so einem Profil als Follower überhaupt rauslesen oder als potenzieller Follower, was kann man da für Informationen rausnehmen. Dann schieß mal los, Michael. Also vielleicht vorab noch eine kleine Bemerkung zu dem Wettbewerb an sich. Man muss ja mal herausstellen, hier geht es um einen Real-Money-Wettbewerb. Das heißt, jeder dieser Händler, der hier angetreten ist, ist mit 1.000 Dollar unterwegs gewesen, und zwar eigenes Geld, nichts gesponsert und sonstiges. Nun ist das je nach Portemonnaie sehr unterschiedlich zu bewerten. Ein Student kann das sehr viel sein. Für einen, ich sag mal, erfolgreichen Unternehmer ist das ein Taschengeld. Aber um auch die Verhältnismäßigkeit zu anderen Wettbewerben, die ja derzeit auch kursiert haben, mal das Ganze ins rechte Licht zu rücken. Es gibt ja viele Anbieter, die agieren mit Demo-Wettbewerben. Ob das nun ein Zertifikatebereich ist oder mit CFDs. Einer dieser Wettbewerbe ist jetzt leider grandios gescheitert. Google hilft da bei der Suche. Und es hat sich da tatsächlich herausgestellt, dass also diejenigen, die, ich sag mal, mit einem virtuellen Kapital unterwegs sind, es ganz einfach nicht schaffen, vernünftig risikorecht zu handeln, sobald sie dann nämlich echtes Kapital in die Hände bekommen vom Veranstalter, werden die Konten reihenweise geerdet. Das ist natürlich hier in diesem Wettbewerb völlig anders, weil natürlich jeder dieser Teilnehmer mit eigenen 1.000 Euro im Feuer war. Und das Ergebnis ist natürlich, dass sicherlich von den mehr als 100 angetretenen Teilnehmern hier roundabout 22 dann durchgestartet sind. Aber natürlich hier auch der Handelsstil ein völlig anderer ist im Vergleich zu eben anderen CFD-Wettbewerben, die laufen. Und deswegen muss man wirklich auch mal Anerkennung zollen, erstmal an alle Teilnehmer, die das gemacht haben. Der eine oder andere hat ja auch Geld verloren und hat natürlich seine Lehren gezogen, aber es gibt natürlich auch einige, die über den Zeitraum sehr erfolgreich agiert haben. Und da sind wir bei dem Thema, was ist mir persönlich aufgefallen? Also ich suche Profile, die erstens mal Aktivität zeigen, sodass man davon ausgehen kann, dass also dieses Ergebnis, was nach einem Jahr steht, kein Zufallsprodukt ist. Also mir reichen keine 40 oder 50 Trades, da müssen schon mindestens 100 auf der Uhr stehen. Dann möglichst ein ausgewogenes Verhältnis von Performance zu dem eingegangenen Risiko bzw. dem maximalen Verlust. Und da fiel mir persönlich das Profil DAX ab ins Auge. Das ist also ein Händler, der fast ausschließlich ausschließlich den deutschen Aktienindex als CFD gehandelt hat. Der steht hier, Michael, auf der Folie. Ja? Michael, ich unterbreche dich mal ganz unhöflich kurz. Wir machen das so, ich möchte den Teilnehmern natürlich das Profil von DAX aber auch zeigen, damit wir gemeinsam uns mal anschauen, was da ist. Aber zuvor möchte ich einmal kurz den Login-Vorgang demonstrieren, weil, liebe Teilnehmer, grundsätzlich, sofern Sie zumindest ein Demokonto schon haben bei Iondo, was ich Ihnen empfehlen würde, sich das zuzulegen, falls Sie es noch nicht gemacht haben, ist es immer besser, wenn Sie sich die Profile eingeloggt anschauen, weil Sie dann nämlich einen Punkt sehen, den Sie sonst nicht sehen im Profil, das sind die offenen Positionen. Und das ist nämlich auch wirklich von Interesse, dass man sich das mal anschaut, was da aktuell offen ist. Deswegen würde ich sagen, bevor wir weitermachen, mache ich hier einmal für die Teilnehmer den Login-Vorgang, damit jeder mitkriegt, wie das Ganze funktioniert. Zunächst starten wir auf www.iondo.com, also auf der Homepage von Iondo. Dort angelangt finden wir dann hier oben im oberen rechten Bereich der Homepage diesen Anmelden-Button, der sich blau unterlegt, wenn ich da mit dem Mauszeiger drüber fahre. Ich klicke da jetzt einmal drauf, dann öffnet sich ein weiteres Fenster. Und zwar kann ich anhand dieses Fensters entscheiden, ob ich mich in TradeHub, in mein CFD-Trading-Konto oder in die Webplattform WeTrade, also die wir als Follower nutzen, in die Social-Trading-Plattform einloggen möchte.
Ich logge mich jetzt ins Social Trading Konto ein, in mein Echtgeldkonto hier fürs Webinar, indem ich auf Login zu WeTrade einmal draufklicke. Dann öffnet sich das eigentliche Login-Fenster. Ich werde mich jetzt hier mal kurz legitimieren. Das, was ich jetzt hier mache, liebe Teilnehmer, ich logge mich zwar jetzt hier in ein Echtgeldkonto ein, das können Sie aber ganz genauso nach demselben Prinzip mit dem Demokonto machen. Da gehen Sie denselben Weg über den Anmelde-Button und wählen dann das Social Trading Konto aus, um sich hier in WeTrade einzuloggen. Das Erste, was man dann sieht, wenn man eingeloggt ist, ist diese Welcome-Page. Die gibt mir einen schnellen Überblick über allerlei Dinge, zum Beispiel die beliebtesten Trader in diesem Monat oder auch einige Hinweise für Follower oder was für die Kunden, für die Sicherheit der Kundengelder von Seiten Iondos getan wird. Den Iondo-Blog findet man etwas weiter unten. Das heißt, ich habe hier so eine kleine Anlaufstelle sozusagen, wo ich Zugriff auf interessante Artikel und wichtige Kontofunktionen habe. Zum Beispiel, wenn ich hier oben auf mein Konto einmal draufklicke, dann öffnet sich die Übersicht meines Kontos. Wie gesagt, sieht bei Ihnen mit dem Demokonto nicht viel anders aus als jetzt bei mir hier mit dem Echtgeldkonto. Sie sehen, mein Konto ist noch völlig unangetastet. Wir haben uns ja vorgenommen, hier im Webinar den Jahreswechsel zum Anlass zu nehmen, um unser Follower-Portfolio hier fürs Webinar neu aufzusetzen. Deswegen habe ich hier also noch die 2000 Euro Startkapital einfach drauf, unangetastet, habe zurzeit kein ausgeführtes Portfolio. Das wollen wir hier alles in den nächsten Webinarsitzungen oder auch heute zum Teil schon gemeinsam machen, dass wir das Portfolio zusammenstellen. Wir machen es ja jetzt so, wir besuchen ja die Teilnehmerprofile von der Homepage des Wettbewerbs aus. Wie das normalerweise geht über die Trader-Rangliste, das schauen wir uns später an. Aber wichtig ist, dass man sich zunächst einloggt, so wie ich das jetzt getan habe, um halt die offenen Positionen zu sehen. Michael hat es gerade schon gesagt, wir wollen uns DAX Up anschauen, den wir hier in dem Ranking finden auf der Wettbewerbsseite. Ich klicke dann einmal drauf und normalerweise sollte das System mich dann jetzt wiedererkennen. Genau, ich bin ja noch eingeloggt und deswegen sehe ich dann halt auch das Profil komplett mit etwaig offenen Positionen auch. So, Michael, jetzt habe ich dich gerade etwas unhöflich unterbrochen, aber das war mir doch ein Anliegen, dass die Teilnehmer auch wissen, was zu tun ist, um sozusagen das Profil dann auch in Gänze sehen zu können. Ich übergebe jetzt einfach mal weiter an dich. Du siehst es, DAX Up haben wir jetzt geöffnet, hoffentlich für alle sichtbar. Erstmal, der Hinweis war ganz gut, weil ich habe mich jetzt parallel auch mal eingeloggt und mich natürlich auch über die offenen... Ja, du kannst auch noch was von mir lernen, Michael. mich auch über die offenen Positionen des Händlers nochmal zu informieren und dort werden wir also relativ schnell feststellen, dass dieses Profil zwar eine Vielzahl von Trades hier mittlerweile geschlossen hat, 650 an der Zahl, Performance seit Beginn roundabout 18%, maximaler Drawdown 6,28, also ein sehr aus meiner Sicht vernünftiges Risiko, 3:1, Performance zu Drawdown, von daher auch interessant. Er hat ja auch 45 Follower inzwischen für sich, ich sag mal, begeistern können. Der einzige Wermutstropfen, den ich jetzt mehr so aus der Brille des Traders sehe, ist natürlich, wenn ich in die offene Position schaue und man sieht, dass er eigentlich seit geraumer Zeit DAX Long Position ein bisschen sammelt von oben nach unten. Besteht natürlich durchaus die Gefahr, dass dann irgendwann so der Trend sich nicht mehr nach oben kehrt, sondern sich nach unten fortsetzt im deutschen Aktienindex, hier wahrscheinlich ein kleines Problem bekommen wird. Die Positionen sind allerdings, wie ich hier sehe, relativ klein. Das heißt, letzten Endes scheint er offenbar mit seiner Nachkaufstrategie, zumindest im Rahmen seiner persönlichen Risikopräferenzen, sich zu bewegen. Und wenn man jetzt auf den Februar schaut, der ja sehr bewegt war, wenn man sich an diesen Wohler-Crash vor 10 Tagen erinnert, an dessen Nachwehen wir ja derzeit noch knabbern, dann ist natürlich eine Performance von knapp 2,7% Minus im laufenden Monat nicht unbedingt das, wo man sagt, da stellen sich mir graue Haare auf, weil da gibt es ganz andere Profile, die dort regelrecht gecrashed sind. Das heißt, hier ist weitestgehend alles im Lot.
die Performance im laufenden Jahr ja auch mit 3,1% noch im positiven Bereich. Also ich gehe mal davon aus, dass er hier sein Risiko entsprechend so managt, dass er natürlich den sehr durchaus überzeugenden Performance-Graph, den man hier ja sieht, weiter dann auch nach oben entwickeln kann und keinen erheblichen Knick nach unten nimmt. Und DAX Up ist eben aus meiner Sicht vor allem ein Profil, weil ich eingangs sagte, ich möchte Profile sehen mit einem vernünftigen Verhältnis Performance zu Drawdown und natürlich auch Aktivität. Das heißt, ich habe hier eine Vielzahl von Trades, wo man also zumindest die Vermutung haben kann, dass derjenige, der dort unterwegs ist, zumindest weiß, was er tut und nicht mit, ich sag mal, 2 oder 3 Trades im Monat einen Zufallstreffer setzt. Ja, genau. Also diese Kontinuität, letztlich auch der Hintergedanke des Karrierestufenmodells, diese Kontinuität, diese Nachhaltigkeit im Prinzip, der Leistung des Track Records hier, was du halt jetzt auch wieder ansprichst. Und ein Punkt, der mir auch persönlich ganz wichtig ist bei der Suche nach interessanten Profilen, ist halt wirklich dieses gesunde Verhältnis, sag ich mal, zwischen der Performance und zwischen der Maximum Drawdown und ebenfalls so eine Verhältnisangelegenheit, wenn man sich halt hier anschaut, wie verhält sich die Performance des Traders im Vergleich zum DAX, also zu den Germany 30 CFDs bei Ayondo. Das ist nämlich das, was wir hier in so einem Profil durch diesen Benchmark-Chart dargestellt sehen. Und zwar hier stets durch die orangefarbene Linie symbolisiert die Performance des Top-Traders und halt dann im Vergleich dazu symbolisiert durch die, ja, ich würde mal sagen, blau- oder lilafarbene gestrichelte Linie, die Index-Performance. Das Ganze kann man sich natürlich auch auf mehreren Zeitebenen anschauen. Wir haben jetzt hier die Voreinstellung seit der Anmeldung des Traders, die ja am 27. Januar, wie wir hier lesen können, 2017 erfolgte. Ich kann mir das jetzt auch in einem etwas aktuelleren Zeitraum oder kürzeren Zeitraum anschauen. Wenn ich da also zum Beispiel mal auf die letzten 3 Monate gehe oder auf den letzten Monat, da zeige ich dann jetzt hier aber gerade nur in die Performance des Top-Traders an, wenn ich das richtig sehe. Aber auf 3 Monate zumindest sehe ich es halt hier auch noch, dass hier symbolisiert durch die orangefarbene Linie DAX Up offenbar auch diesen deutlichen Kursrückgang, den wir hier Anfang Februar im DAX gesehen haben, wie du es auch gerade schon gesagt hast, Michael, relativ gut überstanden hat. Das spricht natürlich in der Tat dafür sein, ja, geschicktes Händchen, was er da bewiesen hat. Aber ich fand es auch gut, dass du dennoch den Punkt angesprochen hast. Da sind wir nämlich wieder bei den offenen Positionen. Wir sehen hier in der Tat schon die eine oder andere Position. Ich glaube, genau 15 Einträge sind es an der Zahl. Die älteste Position, wenn ich es gerade richtig sehe, ist vom 24. Januar, also auch schon eine Zeit offen. Das sind halt immer allgemeine Sachen. Es ist immer schwierig zu sagen jetzt, was wirklich dahinter steht, was der Trader damit versucht, wie die Strategie insgesamt zu beurteilen ist. Wir finden jetzt hier im Profil von DAX Up auch keine Strategiebeschreibung. Einfacher Grund mag sein, dass viele Signalgeber das so ein bisschen als geistiges Eigentum betrachten und das nicht offenlegen möchten. Aber grundsätzlich gesprochen, jetzt nicht vielleicht unbedingt mit Blick auf diesen Trader, aber grundsätzlich ist es natürlich richtig, auch vor dem Hintergrund, dass einige Trader dazu neigen, Positionen oder Verlustpositionen auszusitzen. Vor dem Hintergrund ist es natürlich schon wichtig, wirklich mal zu schauen, was ist hier an Positionen offen. Aber was man halt auch wissen sollte, die Performance, die wir hier sehen, im Profil ausgewiesen, diese 18,14%, die beinhaltet bereits diese laufenden Positionen sozusagen. Also was nicht drin ist in der Performance, ich spreche das so explizit nochmal an, weil es halt häufig auch nachgefragt wird von den Teilnehmern, was halt nicht in der Performance zu finden ist, sind die Finanzierungskosten, die entstehen durch diese Overnight-Positionen, wenn also hier die Positionen über den Handelsschuss hinaus gehalten wurde, was ja hier ganz eindeutig der Fall ist. Wir haben ja hier, wie gesagt, Positionen, die schon von Ende Januar sind ungefähr. Da entstehen natürlich Finanzierungskosten. Welche Finanzierungskosten das im persönlichen Konto ausmacht, das kann ich immer sehen, wenn ich so einem Trader folge, wenn ich bei TradeHub eingeloggt bin. Da kann ich mir zum Beispiel auch genau Kontoauszüge erstellen, Kontoübersichten erstellen, kann dann auch genau sehen, was ist an Finanzierungskosten angefallen für das Konto. Hier im Profil des Top-Traders kann ich aber auch neben der Position einmal klicken auf dieses hier rot unterlegte Plus und dann sehe ich also, was hier bei dieser Position
an Finanzierungskosten angelaufen ist. Man muss aber dazu sagen, das bezieht sich natürlich auf dieses Top-Trader-Konto, was immer, damit es einheitlich ist, auf 100.000 Euro gesetzt ist. Das heißt, diese Finanzierungskosten beziehen sich natürlich auf dieses 100.000 Euro Konto und auf diese Positionsgröße hier. Das heißt, das ist also nicht 1:1 unbedingt jetzt so, wie es bei mir dann auch auf dem Follower-Konto wäre. Und es hängt natürlich dann auch immer noch davon ab, wie lange folge ich jetzt wirklich schon den Top-Trader und habe ich jetzt auch jede dieser Positionen von Anfang an schon dabei gehabt. Danach richten sich natürlich die Finanzierungskosten. Aber das finde ich gut. Das ist, glaube ich, seit einiger Zeit relativ neu noch, dass man halt hier das besonders transparent hat, indem man das hier aufklickt und sich die Gebühren und die Finanzierungskosten halt hier insbesondere anzeigen lassen kann neben der Position. Das Ganze funktioniert auch natürlich bei den geschlossenen Positionen, könnte ich das dann mir auch aufrufen. Das finde ich sehr wichtig, was man da mal ein Gefühl für kriegt, denn Finanzierungskosten ist natürlich ein Thema, was ja naturgemäß sozusagen mit dem CFD-Handel verknüpft ist. Das darf man halt nicht unter den Teppich fallen lassen. Gerade wenn Positionen länger offen gehalten werden, dann kann das halt durchaus auch mal ins Gewicht fallen. Deswegen spreche ich das auch immer wieder gerne an sozusagen. Allerdings sind die Finanzierungskosten halt nicht hier in der Gesamtperformance zu sehen, wohl aber die laufenden Gewinne bzw. laufenden Verluste, die werden halt hier auch eingerechnet bei der Aktualisierung dieser Zahl. Ja, genau. Das war jetzt noch von meiner Seite das. Was würden wir sonst noch sagen können, wenn wir uns DAX Up anschauen, Michael? Was du, glaube ich, gerade auch schon gesagt hast, der Name gibt es auch schon her. Er konzentriert sich offenbar absolut auf den Index hier, auf den DAX-Index, auf den Germany 30 und wendet seine Strategie also offenbar nur auf den Index an. Da an der Stelle vielleicht mein Hinweis auch für die Teilnehmer hier im Webinar. Also ich persönlich mag es nicht so reine Einbahnstraßentrader, also sprich Leute, die sich auf einen einzigen Markt, ich sag mal, fokussieren, gerade auf diesen Social Trading Plattformen. Die Erfahrung zeigt ganz einfach, dass viele sich über einen bestimmten Zeitraum ein gewisses Wohlfühl-Level erarbeitet haben. Wenn man die letzten 2, 3 Jahre zurückblickt, die Börsen gingen einbahnstraßenmäßig nach oben und haben dann teilweise erhebliche Probleme, um nicht zu sagen gravierende Probleme, mit völlig veränderten Marktverhältnissen umzugehen, wie wir sie eben beispielsweise in den letzten Tagen gehabt haben. Und dort trennt sich dann relativ schnell die Spreu vom Weizen. Und wie gesagt, die Frage steht natürlich, wie geht's börsentechnisch im laufenden Jahr weiter? Es gibt ja noch vergleichbare Profile, auch auf Ayondo, die ähnlich handeln wie DAX Up, ein Instrument und dann immer nur Nachkaufposition in Long-Richtung. Das heißt, es ist schwierig als Follower nachzuvollziehen, wann erkennt der Trader, dass seine Strategie zumindest nicht mehr angemessen, zeitgemäß ist und sich gegen ihn verkehrt. Und um hier natürlich einen Absturz zu vermeiden, aus Follower-Sicht sollte man natürlich immer, deswegen nochmal der Hinweis, ein Argusauge auf die offenen Positionen haben. Und sobald man sich selbst damit nicht mehr wohlfühlt, sollte man durchaus auch die Konsequenzen ziehen und sagen, okay, eben ein Stop-Level erreicht ist, beispielsweise der, also sprich dieser, ja, Loss Protection, würde ich sagen. Genau, die Loss Protection. Dass man vielleicht doch das ein oder andere Profil nochmal für sich persönlich überdenkt und sagt, okay, stehe ich noch genauso zu meiner Entscheidung, als ich das damals hineingenommen habe ins Portfolio, oder aber hat sich meine Ansicht geändert? Deswegen, mir persönlich sind Trader lieber, die ihr Portfolio etwas breiter streuen, wo man also auch merkt, das sind keine, ich sag mal, Einbahnstraßenhändler, sondern die auch in der Lage sind, mehrere Märkte zu handeln. Und am optimalsten wäre es natürlich, ich sag mal, ein Profil zu haben, was ein ausgewogenes Portfolio abbildet. Von daher ist DAX Up sicherlich ein sehr interessantes Profil für diejenigen, die sich ausschließlich dem DAX widmen wollen. Aber es wäre jetzt nicht unbedingt ein Profil, wo ich sage, muss ich unbedingt haben. Okay, da wende ich jetzt einfach mal ein. Du kannst natürlich bei Ayondo, das ist ja das Schöne, du musst ja nicht nur einem Trader folgen. Du kannst natürlich als Follower diese Streuung auch dadurch herstellen, dass du halt ganz bewusst dann auch kombinierst mit weiteren Tradern. Wir werden es ja hoffentlich gleich im zweiten Teil des Webinars noch ein bisschen anschauen, wenn wir mit dem Portfolio-Konfigurator arbeiten. Wir können ja hier bei Ayondo bis zu 5 Tradern gleichzeitig folgen. Und man kann natürlich auch
an der Stelle dann noch versuchen, ja, ein bisschen Streuung reinzubringen, sozusagen, indem man dann halt ganz bewusst auch vielleicht sich Trader aussucht, die ja überwiegend im Edelmetallbereich oder im Währungsbereich aktiv sind oder halt auch gerne mal breit gestreut einzelne Aktien, CFDs handeln. Aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht, mit Blick auf das Profil an sich ist natürlich dann die Streuung nur sehr begrenzt gegeben, wenn halt tatsächlich immer nur das eine Instrument gehandelt wird, möglicherweise auch noch überwiegend in dieselbe Richtung dann immer gehandelt wird. Natürlich, du hast es ja gerade gesagt, man weiß es halt nicht, erkennt der Trader dann, wenn der Trendwende eintrifft, oder ist er auch so erfahren, dass er dann auch wirklich von solchen Phasen am Markt profitieren kann, indem er dann gezielt eine Short-Strategie anwendet und von fallenden Kursen dann auch letztlich gewinnen kann. Das ist natürlich grundsätzlich mit den Instrumenten, die hier gehandelt werden, nämlich CFDs, alles möglich. Dadurch, dass halt Long und Short gehandelt werden kann, ist es ja nicht so, dass die Trader bei Ionu hier quasi nur von steigenden Märkten profitieren können. Ganz im Gegenteil, sie haben ja aufgrund der Instrumente auch die Möglichkeit, wirklich gezielt schwache Phasen am Markt ja in gutes Geld zu verwandeln, sozusagen. Aber da gehört natürlich schon ein bisschen was zu, das ist richtig, und das gelingt halt nicht jedem. Das muss man ganz offen auch sagen. Das gehört dazu, das ist überall an der Börse so, dass es da auch Verlustphasen gibt oder dass letztlich auch eine Strategie vielleicht, die eine Zeit sehr gut gelaufen ist, dann nicht mehr läuft. Deswegen finde ich, diese Streuung, diese Diversifizierung ist ja nicht nur möglich im Prinzip über verschiedene Märkte, über verschiedene Instrumente, sondern auch über verschiedene Strategien. Es gibt ja auch hier bei Iono wirklich Trader, die ganz klar schreiben, dass sie auch verschiedene Strategien auch handeln innerhalb ihres Profils. Ich glaube zum Beispiel, sehr, sehr bekannt ist, der Mr. DAX handelt ja auch mit seinem Profil nicht nur eine Strategie, sondern mehrere innerhalb dieses Profils. Und auch darüber kann natürlich eine Streuung erreicht werden, dass zum Beispiel die eine Strategie, die gerade vielleicht nicht so eine gute Phase hat, ausgeglichen wird durch eine andere parallel gehandelte Strategie, die dann in der aktuellen Marktphase besser funktioniert. Von daher, man sollte halt wirklich hier bei diesen Profilen ins Detail gehen, um als Follower zu versuchen, rauszufinden, was läuft da wirklich, was wird da gehandelt, und kann ich mich, so wie Michael auch gerade schon sagte, damit identifizieren, gerade auch wenn vielleicht Phasen eintreten, dass sich hier viele Positionen im Verlust bei einem Trader aufstauen und wo ich dann irgendwann sage, naja, das ist für mich jetzt persönlich zu viel, ich ziehe an der Stelle die Reißleine. Eine solcher Kennzahlen, wie man hoffentlich relativ schnell als Follower erkennen kann, dass sich was ändert am Risiko des Top-Traders oder mit seiner Handelsstrategie einhergehenden Risiko, ist der Risk-Score. Wir sehen es hier aktuell bei DAX ab, noch absolut im grünen Bereich mit 1, also diesem besten Risk-Score, den man erreichen kann. 10 wäre also das höchste Risiko auf dieser Skala. Ich würde gerne, Michael, zwischendurch, bevor wir mit den Profilen weitermachen, einmal eine Folie reinschieben zum Risk-Score, weil vielfach da einfach noch gefragt wird, die Kennzahl ist relativ neu. Was hat es damit auf sich oder wie wird dieser Risk-Score überhaupt berechnet? Ich zeige die Folie einmal kurz. Also beim Risk Score ist es so, dass verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, wie zum Beispiel die Gesamtgröße aller Positionen eines Top Traders im Verhältnis zu seinem Kontowert und auch dessen historische Entwicklung. Dadurch bietet dieser TRS, der Trader Risk Score, den Followern also eine Indikation zum mit dem Money Management verbundenen Risiko und dessen Konsistenz. Der TRS ist aber kein Indikator für die Performance eines Top-Traders. Das heißt, dieser Algorithmus kann natürlich auch nicht in die Zukunft gucken und kann uns sagen, gibt es da jetzt zukünftig dicke Gewinne oder Verluste. Er muss natürlich auch mit Zahlen arbeiten oder gefüttert werden, sozusagen, die bereits auf dem Tisch liegen. Gruppiert werden die Trader mit dem TRS in drei Gruppen. Wir können das auch gleich, wenn wir uns die Suchfunktionen anschauen, nochmal sehen. Trader mit geringerem Risiko 1 bis 4, mittlerem Risiko 5 bis 7 und hohes Risiko 8 bis 10. Das Schöne an dem TRS ist, dass dieser Algorithmus quasi permanent arbeitet und diese Vielzahl an Faktoren konsequent überwacht.
Dadurch habe ich also als Follower auch immer eine relativ aktuelle Zahl, wenn ich aufs Profil schaue und kann auch Veränderungen feststellen im Verhalten des Top-Traders oder in dem Risiko, was sich daraus ableitet nach diesem Algorithmus. Deswegen ist also diese Kennzahl für uns Follower zum einen natürlich ein wichtiges Hilfsmittel, wenn wir nach neuen Profilen suchen für unser Portfolio, aber halt auch bei der Pflege. Wenn wir, was man ja machen soll, auf jeden Fall zwischendurch mal draufschauen, was hat sich getan bei meinen Top-Tradern, die ich im Boot habe, dann kann ich da ganz gezielt natürlich auch mal schauen, wie hat sich dieser TRS-Wert verändert. Ich gehe jetzt einfach mal wieder zurück auf das Profil, damit wir hier mit der Besprechung weitermachen können. Einmal aus der Folie wieder raus. Bei DAX Up waren wir stehen geblieben. Michael, wolltest du zu DAX Up noch was sagen oder sollen wir uns das nächste Profil mal vornehmen aus der Rangliste? Vielleicht bloß noch ein kleiner Hinweis, damit das nicht in den falschen Hals kommt. Das Problem, was ich sehe bei, oder andersrum, Problem ist es ja nicht, zumindest, ihr habt mich ja eingeladen in das Webinar, damit ich meine Meinung dazu sage. Ja, natürlich. Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus. Fakt ist, und das ist leider Realität, egal welches Portal man nimmt, Profile dieser Art, also die einen Markt beständig handeln, haben in der Regel leider eine kurze Halbwertszeit, weil an irgendeiner Stelle der Trader an einen Punkt kommt, wo er mit seinem Instrument in der aktuellen Marktphase nicht mehr klarkommt. Also das, was ich vorhin schon nannte. Hinzu kommt natürlich, dass DAX Up ja leider nicht beschrieben hat, hat keine Worte hinterlassen zu seiner Handelsstrategie, dass man sich zumindest mal ein Bild machen kann. Was ist das für eine Person? Welche Erfahrung hat er? Welche Art von Strategie verfolgt er? Nur kann das jeder für sich persönlich anders bewerten. Ich hätte gern das ein oder andere Wort oder Information zu dem Profil durchaus schon gern gehabt, um mir persönlich ein Bild machen zu können. Ob das dann richtig ist, steht auf einem anderen Blatt. Deswegen meine leichte Distanz, wo man sagen kann, okay, es macht derzeit einen guten Eindruck, das Profil, ohne Zweifel, aber man sollte eben bei dieser Art von Handelsprofilen immer zumindest das Ganze kritisch hinterfragen und ganz einfach dranbleiben, damit man eben nicht irgendwann böse überrascht wird. Das ist Ja, eigentlich das finde das, ich jetzt genau, das was ich zum hilft. Ausdruck bringen wollte. Ja, denke ich, eine ganz wichtige Kernaussage, dieses Dranbleiben ist auch das, was ich hier immer versuche, in den Webinaren den Teilnehmern mit auf den Weg zu geben. Social Trading ist halt leider auch kein kompletter Selbstläufer. Wir sind nicht komplett von der Eigenverantwortung für unser Geld entbunden als Follower, wenn wir hier Social Trading machen. Wir müssen halt, wie Michael schon sagt, wirklich auch dranbleiben, müssen von Zeit zu Zeit aufs Portfolio schauen und auch möglichst mal die einzelnen Profile uns wieder aufrufen und gucken, was hat sich da getan, was hat sich da auch verändert im Handelsstil. Ist die Strategie, der ich da folge, jetzt vielleicht in der aktuellen Marktphase nicht mehr so ganz passend? Das heißt, man muss wirklich am Ball bleiben, das ist das A und O. Ich denke, das ist ein Schlüsselfaktor für erfolgreiches Following hier beim Social Trading. Nicht nur bei Yondo, sondern allgemein. Ich denke, das ist ja auch eine Sache, die Trading auszeichnet, dass man doch eine kontinuierliche Beschäftigung mit dem Thema einfach haben muss, damit man die Sache zum Erfolg führt. Ich schaue mal auf unsere Rangliste. Michael, du hattest, glaube ich, noch ein oder zwei Profile im Auge, die wir hier mal beispielhaft aufmachen wollten von den Gewinnern. Na, wir kennen Was uns war das beispielsweise noch? dieses Profil NeoWaves, können wir uns ja anschauen. Das wird vielleicht der ein oder andere Teilnehmer auch im Newsletter von Ayondo vorgestellt bekommen haben. Ja, ich gucke mal gerade, wenn mein Browser das mal öffnet. Genau, da haben wir es. NeoWaves. So, und dort ist es nun so, dass man die Informationen, die wir jetzt haben, eigentlich auch aus dem Kurzinterview, was Ayondo mit dem Händler wohl geführt hat, was im Newsletter dort Gegenstand war, weil leider Strategiebeschreibung auch hier Fehlanzeige, also sprich der oder die Händlerin hat ja also nichts groß hinterlassen zu seinem Handelsstil. Allerdings war in dem Newsletter zu ersehen, dass sich dieser Trader wohl mit dem Thema Elliott Waves beschäftigt und darauf seine Handelsentscheidung begründet. Ist bisher auch durchaus gut gelaufen, wenngleich das Verhältnis von Performance zum maximalen Drawdown nicht unbedingt optimal ist. Aber wenn man sich den Chart anschaut,
seit Anmeldung. Gut, es gab hier einen Zacken im Sommer letzten Jahres, aber seitdem hat er es zumindest verstanden, hier mit einer, ich sag auch, durchaus repräsentativen Anzahl von Trades, also über 100, sich hochzukrabbeln. Es gibt keinen einzigen Monat ohne Verlust, obwohl die Quote... Genau, du wolltest sagen, kein Monat mit Verlust, sozusagen. Genau, im Prinzip kein Monat mit Verlust, obwohl man natürlich auch hier merkt, das Thema Elliott-Wellen wird ja dem einen oder anderen bekannt sein. Letzten Endes hat er hier auch eine Erfolgsquote von rund 63%. Das ist auch aus meiner Sicht, auch nach meiner langjährigen Erfahrung, ein recht gutes Verhältnis. Das heißt, es müssen keine 85, 90, 80% Gewinntrade sein, sondern mit einem, selbst mit einer Quote von, ich sag mal, 45, 50 oder 60% ist man in der Lage, ein Depot zum Erfolg zu führen. Und das hat er hier recht eindrucksvoll bisher gemacht. Und wenn man sich die Jahresperformance anguckt, Zielkorridor 10% im letzten Jahr. Wenn er das dieses Jahr wieder hinbekommt, ist das zumindest eines der Profile, wo man sagen kann, sollte man sich näher mal anschauen, wenn das so bleibt. Ja, interessant finde ich auch, wenn wir nochmal auf diesen Benchmark-Chart schauen, also auf den Vergleich mit dem Index, mit den Germany 30 CFDs hier bei IONO, dass hier ganz klar Phasen sind, wo, ja, ich sage jetzt mal NeoWays offenbar offline war oder am Spielfeldrand stand sozusagen und ganz bewusst also nicht im Markt war. Natürlich, man könnte jetzt sagen, das ist ein Teil auch der Natur des Wettbewerbs geschuldet gewesen, dass man ganz bewusst hier vielleicht versucht hat, sich strikt an die Vorgaben zu halten, um diese Karriereleiter zu durchlaufen und um dann auch letztlich ja siegreich hervorzugehen aus dem Contest. Aber ich denke, da dieses Karrierestufenmodell ja grundsätzlich bei IONO immer gilt, also es geht ja jetzt hoffentlich den meisten Teilnehmern nicht nur darum, einmal den Wettbewerb zu gewinnen, sondern halt auch kontinuierlich hier weiter dabei zu sein und dann auch möglichst im zweiten Schritt von möglichst vielen Followern auch profitieren zu können als Signalgeber, wird diese Disziplinierung, die das Modell mit sich bringt, auch immer anhalten und wird immer hoffentlich auch dazu führen, dass hier ganz bewusst sich überlegt wird, wann bleibe ich vielleicht lieber mal dem Markt fern oder wann ist meine Strategie gerade nicht so passend zur Marktsituation. Deswegen, das finde ich, sieht man hier recht deutlich, dass halt hier doch offenbar wirklich Phasen waren, wo die Strategie aus dem Markt rausgenommen wurde. Und ja, manchmal führt auch das zum Erfolg an der Börse, wenn man zur richtigen Zeit nicht dabei war, ganz einfach, und sein Pulver trocken gehalten hat, sozusagen. Also von daher kann auch das ein Hinweis sein für eine kluge Strategie, wenn ich überlege, in welcher Marktphase wurden hier die Füße stillgehalten, sozusagen. Natürlich kann es dann auch mal dazu kommen, dass man nicht dabei war, wenn der Markt gerade hochging und das nicht mitgenommen hat. Das ist halt nun mal das Problem, dass wir vermutlich alle nicht in die Zukunft gucken können. Aber ich denke auch, 10% auf ein Jahr gesehen ist eine ordentliche Rendite und der maximale Drawdown mit 10,35% ist jetzt im Vergleich zu manch anderem, was man so sieht, auch noch vertretbar, denke ich. Man muss jetzt einfach mal schauen, wie es weitergeht. Bisher konnte NeoWaves 12 Follower überzeugen. Ich denke, das ist auch noch ausbaufähig. Wenn er also hier weiter eine kontinuierlich gute Performance zeigt, könnte das durchaus ein interessantes Profil sein. Auch aus dem Grund, Michael hat es, glaube ich, auch gerade schon kurz gesagt, dass halt hier offenbar auch mit Blick auf die gehandelten Basiswerte, dass NeoWaves da ein bisschen breiter aufgestellt ist als manch anderer Trader, dass er also hier zum Beispiel auch, ja, ich würde fast sagen, so Exoten dabei hat, wie den Volatilitäts-Future, den Volatilitätsindex, den amerikanischen. Das lässt schon darauf schließen, dass das jemand ist, der sich durchaus Gedanken macht und der halt hoffentlich wirklich ein bisschen mehr drauf hat als manch anderer. Also ich denke, es ist ein interessantes Profil, was man im Blick behalten sollte. Auch die Sache mit den Elliott Waves, durchaus eine durchdachte Angelegenheit. Also ich glaube, es ist zumindest ein Profil, wo man sagen kann, auch in Gesamtschau mit diesen Interview-Aussagen, die er gemacht hatte, es wurde ja per E-Mail verschickt von IONO, dass es wirklich jemand ist, der sich doch hier schon über seine Strategie einige
Gedanken gemacht hat. Auch hier schauen wir mal wieder auf die offenen Positionen. Positionen kann man hier schon nicht sagen. Es ist nur eine seit dem 8.2. offen. Ist jetzt auch nicht extrem lang, ist auch recht klein. Also wir sehen hier nur momentan einen relativ kleinen Verlust, der hier aufgelaufen ist. Würde ich jetzt mal sagen, auf den ersten Blick nichts Bedrohliches. Interessanter Punkt, auf den ich auch gerne schiele, wenn ich mir so Profile anschaue, ist diese Kennzahl RPT, das Risiko pro Trade, also das in Prozent ausgedrückt, das Risiko, was mit der einzelnen Position, mit Blick auf den Gesamtkontowert und natürlich unter Berücksichtigung des gesetzten Stop-Loss eingegangen wird. Das sind hier, wenn wir uns das mal anschauen, überwiegend wirklich kleine Werte. Muss natürlich manchmal auch genauer hinschauen, wenn es ähnliche Positionen waren, also in dieselbe Richtung, im selben Markt, die parallel offen waren, müsste man natürlich dann auch entsprechend die Zahlen addieren, um hier das Gesamtrisiko, was zu der Zeit bestand, auszurechnen. Aber zumindest jetzt mit Blick auf die einzelnen Positionen, ich habe es auch mal hier auf die zweite Seite erweitert, wir sind jetzt also hier schon Ende Dezember angelangt bei der Transaktionshistorie, sind es auch relativ kleine Zahlen. Ist für meinen Geschmack eine gute Sache, also ich achte da schon sehr drauf, manchmal ja hier mal zwischendurch doch mal etwas Größeres, war aber auch der Volatilitätsindex, also jetzt nicht der Germany 30, der hier gehandelt wurde. Wenn ich natürlich den Volatilitätsindex long handle, also auf steigende Volatilität setze, dann kann das natürlich auch eine Möglichkeit sein, andere Positionen abzusichern, also so eine Art Hedging, ja, dass ich also quasi mein Portfolio vor anderen Kursverlusten schützen will, weil dann mutmaßlich diese Position im Volatilitätsfuture anzieht, wenn die anderen Long-Positionen in den Markt, im Markt zurückgehen. Ja, also es ist halt der RPT-Wert. Darf ich mal kurz einhaken, Alex? Ja, gerne. Das Interessante ist ja, dass das Profil hier ausgerechnet, ich sag mal, den Vola-Future eben long handelt, hingegen viele andere, ja, ich sag mal, short waren. Und wenn man jetzt mal weiter das Ganze spinnt, diese ganze, ich sag mal, hochvolatile Phase der letzten Tage ist ja ausgelöst worden durch einen Squeeze in den in Vola-Future. Das heißt, ja, klar, hier auf der, wenn er beispielsweise an dieser Stelle long gewesen wäre, wäre das Depot natürlich zumindest diese Position auch regelrecht explodiert im positiven Sinne. Also ja. Er hat hier eigentlich genau das Gegenteil von dem gemacht, was die Masse der Vola-Trader gemacht haben, weil die sind alle short gegangen. Ja genau, die hatten eigentlich weiter auf fallende Volatilität gesetzt. Ja. Ich glaube, da gab es ja auch diese Geschichte, ich weiß nicht, ob du das auch verfolgt hast, mit dem, es gibt auch Produkt auf den Volatilitätsfuture auf den amerikanischen, ich meine, ich bin nicht sicher, es war von Credit Suisse aufgelegt, genau. Aufgelegt. Das Ding, ja, das ist ja ordentlich abgeschmiert, glaube ich, als die Volatilität dann so anzog Anfang Februar. Und du konntest wiederum auf diesen auf diese Exchange-Traded Note, so nannte sich das, glaube ich, konntest du Put-Optionen kaufen. Also du konntest quasi durch die Put-Option dann darauf setzen, dass dieses Ding halt abschmiert. Und da soll es tatsächlich wohl einen relativ kleinen, glaube ich, Hedgefonds gegeben haben in den USA, der genau das getan hat. Richtig, und der da auch wirklich eine bombastische Rendite durch erzielt hat, weil er halt genau auch da wirklich das Gegenteil von der Masse gemacht hat, total contrarian, und halt gesagt hat, ich setze da drauf, dass halt hier so eine Volatilitätsexplosion eintritt und dann im Prinzip dieser ETN, der auf eine fallende Volatilität setzt, der also quasi ja ein Short-ETN sozusagen war auf dem Volatilitätsfuture, dass der dann richtig in die Knie geht. Also Volatilität ist ein ganz interessantes Instrument und man kann es halt auch wirklich versuchen einzusetzen, um das Portfolio einfach zu hedgen, um andere Long-Positionen dann zu hedgen in schwachen Marktphasen. Aber wir schweifen etwas vom Thema ab, aber grundsätzlich ist es ja so, man kann es halt, das haben wir hier gesehen, an dieser Position im Profil, man kann natürlich auch bei Iondo über die CFDs diesen Volatilitätsindex handeln, also das zeigt einmal mehr, wie breit hier im Prinzip bei dem Broker die Produktpalette ist, die hier den Signalgebern zur Verfügung steht. Das heißt,
das Handwerkszeug sozusagen ist eigentlich da. Also wenn der Signalgeber was daraus macht und wirklich eine vernünftige, nachhaltige Strategie hier anwendet, dann hat er wirklich hier eine Fülle von Möglichkeiten, denke ich, die Follower damit glücklich zu machen. Und ja, deswegen bin ich doch ganz dankbar und optimistisch, dass es halt solche Wettbewerbe gibt und dann auch hoffentlich immer wieder das ein oder andere Profil mal dabei rausspringt sozusagen. Ja, Neowaves, Michael. Noch ein paar Sachen, die wir zu Neowaves sagen wollen. Was meinst du? Oder wollen wir mal weitergehen? Also mir persönlich fällt jetzt erstmal zu diesem Profil nicht weiter viel ein, weil er uns, wie gesagt, ja auch auf der Homepage von Ayondo ein bisschen alleine lässt, also keine Informationen hinterlassen ja, hat. Wir haben ja die Interviewfragen zumindest. Also ja, sei mal nicht so kritisch, Michael. Die wurden ja per E-Mail verschickt. Ja, eben. Vielleicht ergänzt er das ja nochmal in seinem Profil. Das wäre jetzt eigentlich nur Copy and Paste, sag ich mal. Das könnte er ja vielleicht noch machen, so als Gefallen für die Follower, dass er das dann noch einpflegt, sozusagen, was er auch gesagt hat in dem Interview von Ayondo. Ja, ansonsten muss man sagen, zumindest ist das mein Eindruck, dass ist ja zumindest die Mehrzahl der Teilnehmer hier doch versucht haben, mit dem minimalen Aufwand durch die Karriereleiter zu kommen und ich ehrlich gesagt ein bisschen auf dem Schlauch stehe, was so die anderen Profile betrifft, weil sie sind nicht unbedingt so aussagekräftig, dass man jetzt sagen kann, gut, dass dieses oder jenes Profil bietet sich an, beispielsweise näher unter die Lupe genommen zu werden, weil sich daraus vielleicht mal ein auf Dauer erfolgreiches Profil entwickeln könnte, weil dafür gibt es ganz einfach viel zu wenig Aktivitäten, die darauf einen Schluss ziehen lassen. Deswegen ist es ein, ja, stehen wir ein bisschen auf dem Schlauch. Zumindest ist das so mein Empfinden. Also ich denke, Michael, man sollte das vielleicht so ein bisschen als Watchlist begreifen. Also genau, dass man halt wirklich, ich hoffe, uns bleibt hier das Ranking noch eine Zeit erhalten, dass man es halt besonders einfach hat, diese Profile auch wiederzufinden, dass man von Zeit zu Zeit einfach nochmal drauf schaut und wirklich guckt, wer ist jetzt kontinuierlich dabei geblieben und wie hat sich die ganze Sache weiterentwickelt und ja, vielleicht tun sich dann auch wirklich nach dem eigentlichen Wettbewerb da jetzt noch ein paar interessante Sachen bei diesen Leuten, die halt dabei bleiben, bei den Level 5 Kandidaten hier, wo man dann sagt, Mensch, in 2-3 Monaten vielleicht hat sich daraus kristallisiert, dass der oder diejenige hier einen ganz tollen Lauf hat weiterhin und dass man da beibleiben könnte. Also ich denke, das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten und auch wir, denke ich, hier für unser Webinarportfolio können natürlich da von Zeit zu Zeit nochmal einen Blick drauf werfen und gucken, ob wir da noch mögliche Kandidaten für unser Portfolio haben, für unser Webinar-Portfolio. Wir sind jetzt schon nach 20 Uhr inzwischen, das heißt streng genommen müssen wir jetzt so langsam zum zweiten Teil kommen. Ich denke, wir haben ja auch jetzt das Thema Social Trading Meisterschaft hier gut beleuchtet, haben noch dargelegt, worum ging es eigentlich, was hat es überhaupt mit diesem Karrierestufenmodell auf sich und ja, was ist sozusagen dabei rausgekommen jetzt unterm Strich bei der zweiten Runde. Jetzt ist es ja so, Michael bleibt ja dankbarerweise bei uns, das heißt, er kann mich hier auch weiter tatkräftig unterstützen bei der Suche nach Tradern für das Webinar-Portfolio. Das heißt, wir sind jetzt einfach mal so frei und schauen uns natürlich auch ein paar andere Händler hier an. Also nicht nur, in Anführungszeichen, nur die, die die Meisterschaft gewonnen haben. Da stellt sich dann natürlich die Frage, wir haben ja nicht aller Tage so eine Meisterschaft bei Ayondo und wir müssen ja normalerweise als Follower unsere Kandidaten, unsere Top-Trader auf andere Weise finden sozusagen. Das heißt, wir haben ja nicht immer so ein schönes Ranking, wo wir uns ein paar Leute rauspicken. Wir müssen uns unser Ranking sozusagen selber bauen. Und das kann man machen mit Hilfe der Suchfunktion auf der Ayondo Homepage. Die schauen wir uns gleich mal ein bisschen genauer an. Grundsätzlich wichtig, das machen wir gleich vorweg, ist, dass man möglichst viele Suchfilter sich aufmacht, dass man also detailliert sich einstellt, was könnte da zu mir passen, also die Detailsuche benutzt und dass man halt dann auch schaut, was passt da zu meiner persönlichen Risikoaffinität, was habe ich da so für Mindestkriterien, die ich da erfüllt wissen möchte von den Suchergebnissen.
Ja, das haben wir, glaube ich, schon hinlänglich jetzt gesagt. Das Karrierestufenmodell kann natürlich Hinweis geben auf eine nachhaltig erfolgreiche Handelsstrategie. Deswegen können wir natürlich auch gerade bei der Suchfunktion nach Karrierestufen filtern. Und am Anfang ist es auch schon durchgeklungen, als Michael gesagt hat, Voraussetzungen, um den Wettbewerb zu gewinnen, waren ja, dass man Echtgeldhändler ist. Der Unterschied zwischen Real Money und Virtual Money Tradern, grundsätzlich ist es bei Aion nur möglich. Jetzt unabhängig von dem Wettbewerb, da musste man halt Echtgeldhändler sein, wenn man dann zu den Gewinnern auch zählen wollte. Grundsätzlich ist es aber auch möglich, mit virtuellem Kapital, also ohne Einsatz von Echtgeld, seine Handelssignale hier bei Aion zu generieren. Man kann es natürlich jetzt so sehen. Inzwischen ist es auch für die Top-Trader so, dass 2000 Euro eigenes Kapital eingesetzt werden muss, um als Real Money Trader zu gelten. Man kann das Ganze natürlich jetzt als Gütesiegel sehen und sagen, hey, jemand, der 2000 Euro eigenes Kapital auf seine Strategie setzt, der wird ja wohl hoffentlich schon wissen, was er da tut. Und der hat ja zumindest wohl diese Strategie schon mal aus der Testphase rausgebracht inzwischen. Er wird ja, wenn er 2000 Euro da reingibt, auch schon eine gewisse positive Erfahrung, zumindest durch Backtests oder sowas im Vorfeld mal da mitgemacht haben. Aber wie Michael ja auch am Anfang schon sagte, 2000 Euro sind für den einen vielleicht sehr viel Geld, für den anderen sind es vielleicht Peanuts. Wer hat das noch gesagt? Peanuts? Irgendwann, ich glaube, es war mal ein ehemaliger Vorstand der Deutschen Bank, oder? Der irgendwie über ein bisschen mehr Geld als 2000 Euro als Peanuts geredet hat. Ich habe da noch sowas im Ohr irgendwie. Aber wie gesagt, 2000 Euro ist natürlich, war doch so, ne? Deutsche Bank, Der oder? War da nicht irgendwie? ehemalige Vorstandsvorsitzende eines Übernahmekandidaten, sage ich mal. Oh, Michael, der hat Insider-Infos hier, glaube Okay. ich. Naja, also jedenfalls 2000 Euro mag für den einen viel, für den anderen wenig Geld sein, aber immerhin. Ich denke, wenn man 2000 Euro bereit ist, einzusetzen, dann hat man sich schon mal den einen oder anderen Gedanken zu seiner Strategie gemacht, hoffentlich. Und der Risk-Score, den wir gerade schon auf der Folie gesehen haben, das ist natürlich auch eins dieser Eye-Catcher sozusagen, wo man als erstes drauf gucken kann, wenn man so ein Profil öffnet oder halt auch ja, direkt bei der Suche. Wo die Suchfunktion zu finden ist oder wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt auch direkt mal an. Wenn man hier sich eingeloggt hat, so wie wir das gerade zu Beginn gemacht haben ins Konto, dann findet man hier oben, wenn man zum Beispiel die Seite Mein Konto sich aufgerufen hat, findet man hier oben in dieser blauen Leiste den Punkt Trader-Rangliste. Wenn ich da einmal drauf klicke, dann öffnet sich dieses eigentliche Suchformular. Ja, mit dem man sozusagen standardmäßig bei Aion nach Top-Tradern sucht. Ah, ein Teilnehmer sagt hier gerade, das muss ich jetzt noch hier zum Besten geben, weil wir über die Peanuts sprachen. Breuer wäre das gewesen von der Deutschen Bank. Ich meine, es war Hilmar Kopper, aber ich will mich jetzt nicht vertun. Ich meine, es war Hilmar Kopper, aber es kann auch Breuer gewesen sein. Ich bin jetzt nicht sicher, der den Begriff Peanuts benutzt hat. War das nicht damals irgendwie im Rahmen dieser mit diesem Immobilien-Sachen, mit Schneider hieß er doch, glaube ich, ne, wo die Deutsche Bank einiges an Geld verloren hat. Und ich glaube, in dem Zusammenhang wurde da über die nicht so kleine Summe als Peanuts geredet. Irgendwie. Aber naja, wir wollen nicht in der Vergangenheit wühlen. Das bringt ja jetzt keinem was. Wir beschäftigen uns jetzt lieber hier mal mit unserer Top-Trader-Suche. Also unter Trader-Rangliste habe ich zunächst mal diese Grund Einstellung sozusagen, diese abgespeckte Version in Anführungszeichen von der Suche. Wenn ich dann aber jetzt auf erweiterte Filter klicke, dann sehe ich also hier eine Reihe von Schiebereglern, mit denen ich ja wirklich da ganz frei nach meinem Geschmack die Voreinstellungen machen kann. Da du ja heute unser Gast bist, Michael, und ich mir natürlich hier von dir wertvollen Input verspreche für mein Webinarportfolio, mache du mir doch einfach mal Vorgaben oder sag mir doch mal, die Teilnehmer wissen ja inzwischen schon zu Genüge wahrscheinlich, wonach Alexander Mantel immer so sucht. Deswegen wäre es doch mal schön, wenn du uns vielleicht jetzt sagst, was sind denn deine Vorgaben, so wenn du dich auf die Suche nach Top-Trader machst? Wie justierst du hier die Schieberegler? Worauf achtest du da so im Speziellen? Also ich kann erstmal die vor kurzem aufgekommene Frage noch beantworten. Es Du war also wolltest doch tatsächlich, daran bleiben. Okay. es war also tatsächlich Hilmar Kopper im Zusammenhang mit der Immobilienpläne von Schneider. Ich habe gerade mal parallel Wikipedia bemüht. Negative Sachen merke ich mir immer. Okay, ja gut, Hilmar Kopper war es dann. Also kommen wir zurück zu Ayondo. Also das, worauf ich achte, ist natürlich da, wo du auch schon deinen Schieberegler etwas justiert hast, der maximale Drawdown.
ich glaube, das ist sogar die Grundeinstellung. Ne? Die ist hier noch bei 40, aber ich setze sie sogar immer noch ein bisschen tiefer, also zumindest unter den 25, wo man rausfliegt aus Level 5. Ich setze die meist auf 15, was so meine persönliche Präferenzen sind. Dann brauche ich natürlich, was ich meistens mache, Anzahl der Trades, Minimum 100. Risk-Score, gut. Mittlerer wäre schon, also von minimal bis mittel, Maximum unbedingt nicht. Also und du sagst minimal, Moment, stopp, Michael sagt minimal 100 Trades sollen. 100 kriege ich natürlich nicht hin, 99 oder 101. 99 ist auch okay für dich, Michael. Ja, so. Ist auch okay, geht darum, dass hier keine Zufallstreffer sind und dass natürlich auch eine gewisse, ich sag mal, Handelsaktivität in den letzten Tagen erfolgt ist. Da gibt es ja auch so ein gehandelt in, was ich. Ja. Also nicht, dass irgendwo man vor 2 Monaten mal eine Position reingelegt hat und die sauert da vor sich hin. Ja, und dann, was mir persönlich wichtig ist, ist das MAR-Ratio. Das kann machen man wir hier, mal, glaub, machen wir mal 5 Tage oder soll man ein bisschen großzügiger sein? Mach 10 Tage. Na gut. Wollen wir mal nicht so sein. 10 Tage, okay. MAR-Ratio von Minimum 1 ist natürlich auch, ich sag mal, empfehlenswert. Ja. Gut, das haben wir auch, okay. Performance sollte möglichst nicht negativ sein. Ja, ist er jetzt hier. Von 0% wäre jetzt auch mindestens noch was. Also unter 0 ist er nicht. Also könnte ich noch ein bisschen ins Positive ziehen, aber wollen wir nicht so kritisch sein. Wir wollen ja eine gewisse Auswahl haben. Sozusagen. Und die Volatilität sollte nicht ganz so heftig sein. Also die monatliche Volatilität, also ich bin da eher so in dem Level 5, aber wenn du 10 machst, ist auch okay. Machen wir mal 10. Ne? Genau. Bewegung ist ja auch nicht immer schlecht, aber muss dann halt auch möglichst in die richtige Richtung sein. Schauen wir mal, sind wir nämlich schon bloß bei 11 Trädern, von daher hat sich das schon. Ja, ich glaube, wir brauchen gleich gar nicht mehr groß suchen. Wahrscheinlich bleibt noch einer über und den gucken wir uns dann an. Aber die restlichen Einstellungen, Karrierestatus, würdest du jetzt unter Level 3, würdest du auch nicht gehen, würdest du so lassen? Jetzt? Also ich persönlich nicht. Ich gehe eher auf 4 und 5. Okay. Das ist jetzt aber meine persönliche Präferenz und bei den darunter gucke ich mal, wo vielleicht einer mal einen Drawdown hatte, was ja durchaus sein kann, wo er das Level gerissen hat, vielleicht nicht mit 25,1%, sondern vielleicht mit 26 oder 27%, dann sage ich, gut, okay, je nachdem wie lange er da ist, wie lang die Trader-Historie auf Ayondo ist, schaue ich mir diese Profile trotzdem an, wenn er in der Lage war, sich daraus wieder hervorzukämpfen. Okay. Real Money Trader Eigenschaft für dich eine Vorgabe? Lässt du das brennen? Oder für mich ausschließlich Real Money. Also die virtuellen Trader, muss ich ehrlich sagen, tue ich persönlich keines Blickes mehr würdigen. Ah, das ist aber eine persönliche Einschätzung. Heute ist dein Abend hier, also von daher lassen wir es mal so, wie du das jetzt auch sagst. Okay, dann haben wir jetzt eingestellt, Karrierestufe 3 Minimum, Real Money Trader Eigenschaft, also aktuell mindestens 2000 Euro eigenes Kapital eingesetzt, Maximum Drawdown, also bisheriger größter zusammenhängender Verlust, um es mal schön zu übersetzen, 15%, monatliche Volatilität, nicht mehr als 10%, Anzahl der Trades, hast du gesagt, Minimum so um die 100, das MAR-Ratio, kurze Erklärung, was so das Verhältnis halt ausdrückt zwischen Performance und Maximum Drawdown, hast du bei 1 als Minimum gesetzt und weil du halt sagst, du möchtest nicht, dass das Profile sind, die jetzt schon lange inaktiv sind, die vielleicht sogar aufgegeben wurden, sagen wir halt hier, wir setzen das Häkchen bei gehandelt in Tage rein und geben dann als Vorgabe, dass zumindest innerhalb der letzten 10 Tage da mal was passiert sein muss an Aktivität. So, dann haben wir, du hast es schon gesagt, 11 Ergebnisse, 10. Ich kann noch weitermachen. 1 ist dann noch auf der nächsten Seite, aber bleiben wir erstmal hier. Bei den ersten Plätzen, die Vorsortierung ist ja jetzt hier nach der Anzahl der Trades gerankt. Finde ich jetzt persönlich nicht so die Sortierung, wo ich die Hitparade hier nach erstellen würde. Also ich würde dann jetzt eher sagen, wir sortieren mal nach Gewinn beziehungsweise Maximum Drawdown, um uns da mal
das die Rangliste erstellen zu lassen. Und dann sieht es natürlich schon ein bisschen anders aus. Und dann haben wir hier auf Platz 1 positiv. Ich glaube, den hatten wir sogar auch hier schon mal im Webinar. Das ist unser Bitcoin. Unser Ich wollte gerade Bitcoin. sagen, irgendwas mit Bitcoin habe ich da noch im Kopf, glaube ich. Platz 2, DAX Call 3 oder 3. Call hört sich irgendwie so nach Optionen an, weil die ja gar nicht handelbar sind hier bei Iondo. Irmele, bei Irmele nicht auch mal Teilnehmer der Meisterschaft, der letzten, oder vertue ich mich da Genau. irgendwie? Ja, Letztes Jahr. ne? Ah, kam mir nämlich bekannt vor. Und das ist ein schönes Beispiel, Eine wirklich, der dass Überlebenden sozusagen. ja, Eine einer der Überlebenden sozusagen, positive genau. Überraschung. Ja, also dass hier halt wirklich jemand es geschafft hat, auch kontinuierlich dabei zu bleiben, nicht nur das Preisgeld mitzunehmen, sondern hier auch weiterhin den Followern Freude machen kann. 199 hat er an der Zahl, immerhin. Ist ja schon ganz ordentlich. Profil, was ich gerne jetzt mal aufrufen würde, was glücklicherweise nach deinen strengen Vorgaben auch sogar dabei geblieben ist hier bei der Suche, ist die Kannst du mal sehen, das hätte Datenbank.de. ich jetzt auch genommen. Ja, da sind wir uns da einig. Dann rufen wir mal die Genau. Datenbank.de auf. Und da dürfen wir auch verraten, wer dahinter steht. Das ist nämlich Paternikus. Paternikus war nämlich auch schon mal Gast in meinem Webinar und hat, glaube ich, damals sogar die Datenbank.de vorgestellt. Richtig. Und ich fand es damals auch schon sehr interessant, wirklich die Strategie, die er da fährt. Und was mir hier auch jetzt aufgefallen ist, dass er trotz dieser ja, Schwächephase, die wir im Markt gesehen haben, Anfang Februar, sich echt gut geschlagen hat. Da gab es ja doch hier leider auch ein paar andere Fälle auf der Plattform. Performance seit Beginn sehen wir hier 24,19%. Beginn war im Februar 2016. Und im Vergleich dazu, meiner Meinung nach, echt ein sehr geringer Maximum Drawdown, nämlich 7,36%. Finde ich also jetzt echt eine Leistung, nicht über 7,36% Maximum Drawdown gekommen zu sein. Um die 24,19 zu erzielen als Gesamtperformance, finde ich, ist echt sauber. Das sehen auch schon ein paar Follower so. 87 hat er inzwischen. Risk Score, da haben wir es wieder. Ist ja auch sehr gut eingestuft. Den besten, der zu vergeben ist, aktuell 1. Ja, fünfte Stufe erreicht. Echtgeldhändler, klar, haben wir ja auch zur Vorgabe gemacht. Und hier sieht man halt sehr schön finde ich, was eigentlich seine Strategie ausmacht. Auf den ersten Blick, wir haben jetzt hier die Einstellung seit der Anmeldung, muss man jetzt dazu sagen, steht hier glaube ich nicht, die orangefarbene Linie ist seine Performance, also von die Datenbank.de und diese gestrichelte Linie hier, dieses lilafarbene, das ist der DAX, die Germany 30, die DAX CFDs. Und was ich interessant finde, was wirklich das ausmacht, glaube ich, auf den ersten Blick hat der DAX auf den Zeitraum hier gerechnet zwar performancemäßig die Datenbank.de geschlagen, aber zwischendurch konnte man wahrscheinlich ab und zu ein bisschen ruhiger schlafen, Michael, ne? Denn wir sehen ja hier, die Kurve verläuft nicht so volatil, nicht so zickzackmäßig wie beim DAX, sondern klar, es gab hier auch ein bisschen rauf und runter, was ja auch relativ normal ist beim Trading, aber doch viel gesmoothter, viel geglätteter alles, als was hier beim DAX sehen. Und ich glaube, das hängt so ein bisschen halt wirklich damit zusammen, dass Paternikus zum einen versucht, die DAX, ich glaube, er schreibt das hier auch, er hat nämlich dankbarerweise eine Strategiebeschreibung gemacht hier im Profil. Und wie gesagt, im Webinar hat das uns auch schon erläutert. Aufzeichnung ist, glaube ich, auch noch auf dem YouTube-Kanal. Ah ja, hier schreibt das auch vom 12. Juni 2017. Da war Gast. Die Aufzeichnung ist auch noch auf YouTube wahrscheinlich zu finden, auf dem YouTube-Kanal von Iondo. Da hat uns das auch sehr schön erläutert, dass er sich versucht halt, es ist wirklich ein Handelssystem, was dem zugrunde liegt, wo er sich versucht, die starken DAX-Werte rauszupicken, da Positionen aufzubauen und gegebenenfalls auch, hier sehen wir es an den offenen Positionen, also viele Einzelaktien, also gerade halt die DAX-Werte, die er sich da rausgesucht hat und auch hier aktuell offen eine Short-Position im Gesamtindex sozusagen in den Germany 30 CFDs. Und das ist halt auch ein wichtiger Punkt seiner Strategie, hat er uns erzählt, dass er halt zumindest von Zeit zu Zeit diese einzelnen Aktienpositionen absichert mit einer Short-Position im DAX. Und man könnte jetzt mutmaßen, dass auch das
mit vielleicht der richtigen Auswahl oder der Auswahl der richtigen DAX-Werte hier fürs Portfolio, aber zumindest, dass auch diese Absicherungsposition ihm so ein bisschen gerettet hat, als es im Markt runterging. Also das ist wirklich eine ganz durchdachte Sache. Und was Michael ja auch gerade schon sagte, solche Schwächephasen, wie wir sie jetzt gesehen haben Anfang Februar, die sind für den einen hart und da macht auch der ein oder andere Verluste, aber die sind für uns als Follower natürlich auch eigentlich schön, weil, wie du ja, glaube ich, auch sagtest, Michael, sich da im Prinzip die Spreu vom Weizen trennt. Und weil man dann halt auch mal sieht, wie schlagen sich diese Leute wirklich, wenn es mal schwierig wird, wenn der Markt uns nicht jeden Tag Geschenke macht, sozusagen. Und da finde ich das sehr beeindruckend, hier die Performance, gerade jetzt in diesem volatilen Umfeld in den letzten Tagen, die die Datenbank.de hingelegt hat. So, genug Monolog, Michael, jetzt bist du mal wieder dran. Ja, vielleicht mal ein kleiner Einwand, nicht, aber Hinweis. Ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen mich öfters mal in das Profil eingeklinkt. Es gibt zwei Dinge, die man wirklich herausstellen muss. Du hast das Thema Volatilität angesprochen. Wenn du runter in die Risikometrik scrollst, stellt man also fest, dass die monatliche Vola halb so hoch ist wie die vom DAX. Ja, genau. Also letzten Endes dieses Handelsprofil natürlich versucht, über das Hedging mit DAX Shorts hier die Long-Position in den Aktien entsprechend auszugleichen. Und das Schöne ist, Paternikus schreibt nicht nur und spricht nicht nur, sondern er setzt das um, was er hier beschrieben hat. Und gerade in den letzten 10 Tagen, wo wir natürlich eine Wahnsinns Berg- und Talfahrt gerade im deutschen Aktienindex gesehen hat. Er hat sich kaum von seinen Aktienpositionen getrennt, aber hat er natürlich sehr aktiv auch DAX Short Positionen gehandelt. Und wenn man in die Transaktionshistorie reinschaut der letzten Tage, sieht man das auch sehr deutlich. Das heißt, hier wird tatsächlich dieser Hedge-Mechanismus in die Tat umgesetzt. Sicherlich gibt es den einen oder anderen Verlust, aber unterm Strich ist eben das Ergebnis, dass das Portfolio, was er sich zusammengestellt hat, hier sehr, sehr gut durch den Monat gekommen ist. Und wir sind über der Nulllinie 0,15% im Februar. Und das ist schon wirklich, muss ich sagen, eine Reife und vor allem auch feine Leistung. Also das ist eines meiner Favoriten überhaupt auf Ayonda derzeit, weil hier stimmen auch Wort und Tat überein. Ja, sehe ich ganz genauso, kann ich nichts hinzufügen. Und das, was du sagtest, dass natürlich auch bei diesen als Hedge gedachten Positionen einmal der ein oder andere Verlust ist, das ist natürlich, bleibt nicht aus, klar. Und ein Hedging knabbert natürlich ein Stück weit dann in Phasen, wo die anderen Positionen in Gewinn laufen, halt Natürlich auch eine immer an der Versicherung. Performance. Das ist, genau, das ist eine Versicherungsprämie im Prinzip. Ne? So ähnlich wie man jetzt, wenn man Put-Optionen hat oder sowas. Also das ist natürlich ganz klar, dass das kann man nicht quasi so einer Strategie zum Vorwurf machen. Das ist halt das Wesen dieser Strategie, dass man natürlich in gut laufenden Phasen ein bisschen Gewinne abgibt dafür, um diese Versicherung zu finanzieren, aber dass man dann halt natürlich auch vielleicht ein bisschen ruhiger schlafen kann, wenn es der Markt mal nicht mehr so gut mit uns meint. Und ich habe es auch gerade noch mal gezeigt, das ist halt hier sehr eindrucksvoll, glaube ich, auch zu sehen. Gerade in dieser Phase, als es hier also im DAX runterging und hin und her ging, war die Veränderung bei die Datenbank.de verhältnismäßig gering im Vergleich zum Index. Aber, und das wahrscheinlich halt dieser Versicherungsprämie geschuldet sozusagen, insgesamt sehen wir halt schon, in der Summe sozusagen oder in der absoluten Performance betrachtet, hat der DAX halt die Datenbank geschlagen, aber mit weitaus größeren Schwankungen. Und deswegen, da muss man sich halt immer fragen, kommt es mir nur auf diese Rendite an oder kommt es mir auch auf ein Stück Kapitalsicherung an im Prinzip, dass ich sage, ich habe unterm Strich immer noch eine ordentliche Performance und ich sag mal, kann man sich ja eigentlich nicht beschweren. 24,19% seit ungefähr Mitte Februar 2016, also jetzt kann man sagen, so roundabout 2 Jahre inzwischen. Wenn man das jetzt aufs Jahr runterrechnet, ist ja eine schöne Sache. Aber trotzdem, bei einer geringeren Volatilität als der Index oder als der Gesamtmarkt jetzt hier am DAX dargestellt und ja, wir sehen es ja hier 1,63% als Volatilität aktuell. Also das finde ich ist eine schöne Sache. Und wie du schon sagst, wirklich, dass hier Handeln und Strategiebeschreibung übereinstimmen. Auch das nämlich kann man ja nur sagen, wenn halt eine Strategiebeschreibung da ist. Deswegen vielleicht auch noch so ein kleiner Appell an die Signalgeber.
wir Follower verstehen natürlich, dass ein Signalgeber nicht immer alles öffentlich machen will, weil er, wie gesagt, das auch ein Stück weit als geistiges Eigentum sieht. Aber ich denke, zwischen gar nichts schreiben und Strategie komplett offenlegen, gibt es ja auch noch was. Man kann ja auch dem Follower ein Stück weit wissen lassen, was ich mache, ohne dass ich komplett meine gesamte Strategie aufmache. Und die Gefahr, dass jemand nachhandelt oder dass jemand doch mal auf die Strategie kommt, die besteht ja ohnehin, wenn sich jemand wirklich die Mühe macht und über einen langen Zeitraum so eine Transaktionshistorie auseinander nimmt, dann findet er da ja vielleicht auch Hinweise, was da jetzt für Einstiegsmarken immer genommen werden oder worauf die vielleicht basieren. Also ein bisschen mehr Offenheit. Ich denke, da stimmt es mir zu, Michael. Wäre wahrscheinlich schon auch doch im Sinne der Follower, wenn wir hier vielleicht in Zukunft doch mal ein paar mehr Strategiebeschreibungen sehen würden. Oder was meinst du? Ja, es wäre schon hilfreich, ich sag's mal so. Ja, denke ich doch. Also wie gesagt, das muss jetzt auch nicht das totale Offenbaren sein, das der Trade Secret sozusagen, aber so ein bisschen, dass man den Follower nicht komplett im Dunkeln lässt. Und das finde ich sehr schön, weil Paternikus, wie gesagt, hat ja nicht nur hier was geschrieben, sondern er war ja auch hier bereit, im Webinar da ausführlich drüber zu sprechen. Und das fand ich wirklich toll, dass er da in dem Follower wirklich auch gezeigt hat, wo man bei ihm dran ist und was er hier versucht, für eine Strategie umzusetzen. Ja, im Wesentlichen haben wir da auch schon wieder die wichtigen Punkte angesprochen, denke ich. Auch hier nochmal in der Monatsaufteilung sehr viel Grün, was man da sieht, auch sehr schön. Ja, und natürlich dadurch, dass er sich so stark auch auf die einzelnen DAX-Werte konzentriert und da versucht, halt eine vernünftige Selektion zu machen, haben wir hier auch natürlich eine gewisse Streuung. Der Index dann wahrscheinlich eher auf der Short-Seite zu finden, wenn er den handelt als Absicherung. Ja, jetzt haben wir auch mit der Datenbank ein Profil auf, ja, ich sag mal, den normalen Weg gefunden, wie man als Follower vorgeht, nämlich mit Hilfe der Suchfunktion der Website. Es war mir ganz wichtig, dass wir das auch heute Abend noch zeigen und uns nicht nur da aus dem Ranking der Meisterschaft bedienen. Ich denke, wir schaffen es jetzt vielleicht nicht mehr heute Abend, das wird ein bisschen knapp, ein komplettes Portfolio aufzusetzen. Ich möchte aber trotzdem noch mal kurz auf den Portfolio-Konfigurator zu sprechen kommen, damit wir so ein bisschen zeigen, was hat es mit diesem Tool auf sich und wie kann ich da mein Portfolio zusammenstellen. Wir machen natürlich an der Stelle auch in den folgenden Webinaren weiter und werden das Portfolio dann vervollständigen und dann ja ganz langsam erstmal anfangen mit dem Demokonto wahrscheinlich, was ja auch bei jedem Live-Konto dabei ist, und werden dann auch nachher live gehen wieder. So, hier haben wir die Datenbank schon gefunden. Wir wissen ja jetzt im Prinzip, dass wir uns für die Datenbank.de entscheiden wollen. Dann habe ich das einfach hier eingegeben und klicke auf Übernehmen. Brauche also nicht groß mehr hier beim Portfolio-Konfigurator suchen. Dann würde ich einfach auf dieses Icon hier draufklicken, gedrückt halten und den Trader einmal hier rüberziehen. Und dann ist er sofort hier in meiner Portfolioauswahl drin. Was man jetzt hier unten sieht, ist natürlich noch relativ unspektakulär, weil es halt nur die Performance von die Datenbank.de ist, weil ich ja bisher nur einen Trader da drin habe. Jetzt sag mir doch mal schnell, Michael, einen interessanten Trader so auf die Schnelle, den du, wir können ihn ja nachher nochmal ändern, aber wo du jetzt sagen würdest, den könnte man auch noch dazu nehmen hier als Ergänzung zu der Datenbank, dass wir mal so ein bisschen zeigen können, wie ändert sich dann hier eigentlich dieser Chart bei dem Portfolio-Konfigurator. Wer wird dir da noch so auf die Schnelle einfallen? Vielleicht doch ein Teilnehmer der Meisterschaft, wo wir uns mal dran versuchen sollen, oder ist er doch lieber einen anderen Vorschlag? Ja, also ich bin mal ganz flink hier schnell parallel bei mir in der Suche. Du wirst, also der ein oder andere wird sich vielleicht wundern, aber ich persönlich habe da jemand im Auge, der schon sehr lange hier auf Ayonde unterwegs und auch mal meist oder beliebtester Top-Trader war, weil mir gefällt ganz einfach, wie sich der junge Mann aus dem Drawdown herausgekämpft hat und im laufenden Jahr mit mittlerweile... Ach, das ist spannend, Michael, sag den Namen schon, ich möchte was eingehen. Mit 8,48% auf der Uhr steht, ich meine Mr. DAX. Ah, ja, genau. Mr. DAX. Ist in meinen Augen wirklich ein Kandidat für ein Portfolio. Er hat ja zwei
ein schlechtes Jahr 2016, ein Seitwärtsjahr und das aktuelle Jahr beginnt wieder recht gut, wo man merkt, es geht aufwärts und zwar auch sehr kontinuierlich aufwärts. Das Profil ist mittlerweile 5 Jahre alt, 1, 2, 3, 4, 5. Das sind Dinge, auf die ich jetzt persönlich Wert lege. Also das ist, wie gesagt, meine höchstpersönliche Meinung. Ja, also eine Kontinuität natürlich, die sich da auch ausdrückt. Mr. DAX wirklich ja einer der alten Hasen in Anführungszeichen bei Ayondo. Hatten wir, glaube ich, auch schon im Webinar zu Gast. Also auch eine Sache, wo ich dir definitiv zustimmen kann. Und jetzt für heute Abend natürlich ganz schön, dass wir zumindest schon mal zwei gefunden haben. Wir werden das Ganze ja noch ergänzen natürlich fürs Webinarportfolio. Aber dadurch, dass wir jetzt einen zweiten hier hinzugefügt haben, können wir schon ein bisschen, so ein bisschen besser hier schon die Systematik dieses Portfolio-Konfigurators erläutern. Und zwar, Sie sehen jetzt hier, liebe Teilnehmer, das Portfolio insgesamt, also was aus momentan bei mir hier aus diesen zwei Top-Tradern besteht, dargestellt durch diese bläulich gestrichelte Linie und die beiden Einzel-Performances von die-datenbank.de und Mr. DAX jeweils durch diese orangefarbene Linie und durch diese grüne Linie dargestellt. Was man hier sieht, dieser Chart, das ist, wie es so schön heißt, eine historische Simulation. Das heißt, das System geht also hin und rechnet auf, in dem Fall jetzt hier ein Jahr zurück, wie mein Portfolio mit dieser Zusammensetzung performt hätte. Also wie sich diese Zusammensetzung, wenn ich sie denn ein Jahr lang jetzt gehabt hätte, geschlagen hätte und wie das Ganze dann sich ausgewirkt hätte. Wenn ich Veränderungen jetzt vornehme, zum Beispiel weitere Top-Trader hinzufüge oder Veränderungen bei der Ordergröße vornehme des jeweiligen Top-Traders, würde sich entsprechend diese Grafik hier wieder anpassen. Ich kann also das also eine Art, ja, ich sag mal, Backtest nutzen und kann versuchen, durch diesen Mixer, durch diesen Portfolio-Konfigurator so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie wäre das denn zumindest für diese Auswahl, die ich da im Kopf habe, in der Vergangenheit gelaufen. Natürlich ist es auch, wie alles, keine Vorhersage hier für die Zukunft. Das kriegen wir nun leider nicht hin, dann wären wir wahrscheinlich alle schon Millionäre oder Milliardäre. Aber ich kann zumindest mal schauen, wie hätte sich das Ganze in der Vergangenheit ausgewirkt, wenn ich so mein Portfolio zusammengestellt hätte. Einen wichtigen Punkt, oder eigentlich zwei, uns läuft schon wieder die Zeit davon, aber zwei Punkte, die ich zumindest noch ansprechen möchte, bevor ich die Teilnehmer in den Feierabend entlasse und auch dich, Michael, ist einmal der Punkt Ordergröße und zum Schluss dann auch nochmal kurz die Loss Protection. Denn das sind, glaube ich, zwei Kernpunkte der Plattform, die wir nicht unter den Teppich lassen, unter den Teppich kehren sollten. Die Ordergröße, da hat sich nämlich in der letzten Zeit bei Yondo auch etwas getan, verändert. Deswegen ist mir das ganz wichtig, dass wir das heute noch einmal ansprechen. Die Einstellung der Ordergröße, die findet man über dieses Zahnrädchen-Symbol. Ich mache das nochmal, war ein bisschen schnell hier, über dem jeweiligen Icon des Top-Traders. Wenn ich da draufklicke, dann öffnet sich dieses Fenster und ich kann dann zunächst, also für den Top-Trader insgesamt sozusagen, für alle Instrumente, die Ordergröße zwischen 0 oder dreifach festlegen in Schritten von 0,25 oder ich kann auch hingehen und kann für die Einzelwerte, die der Top-Trader in der Vergangenheit bereits gehandelt hat, individuelle Einstellungen vornehmen. Das ist bei Mr. DAX hier ganz gut gestreut, das sehe ich hier schon an dieser Liste. Wir lassen es jetzt aber erstmal hier bei der Einstellung für alle Instrumente. Ich möchte nämlich noch mal kurz zum Thema Ordergröße Folie reinschieben, weil A gibt es zu dem Thema sowieso meistens Fragen und B gab es halt bei dem Bereich Ordergrößen auf der Plattform in der Vergangenheit Änderungen. Deswegen möchte ich das, bevor wir hier schließen, heute Abend noch mal kurz ansprechen. Grundsätzlich ist es so, liebe Teilnehmer, die Ordergrößen legen fest, in welchem Verhältnis dem Top-Trader gefolgt wird. Grundsätzlich ist es inzwischen so, dass Proportionalität besteht. Gewinnt oder verliert der Top-Trader zum Beispiel 5% seines Kapitals, gewinnt oder verliert, muss das heißen, auch der Follower 5% seines Kapitals. Wenn wir jetzt mal so Sachen wie Spread und Finanzierungskosten außen vor lassen. Die Aufteilung des Kapitals auf mehrere Top-Trader, so wie wir das jetzt gemacht haben, auf 2, maximal sind es ja 5, führt aber nicht mehr zu einer Verzerrung. Vormals war es also so, wenn ich 2000
Top-Trader, wenn ich 2000 Euro im Topf habe und zwei Top-Trader habe, dann würde quasi jedem Top-Trader würden nur 1000 Euro zugewiesen von dem Kapital. Jetzt habe ich ja im Moment noch nicht abschließend, aber zwei Top-Trader im Boot. Dann wäre es so nach der neuen Regel, dass dennoch beide 2000 Euro Kapital zur Verfügung haben. Ich habe also so eine Art kleinen Grundhebel im Prinzip jetzt drin bei der Ordergröße, weil auch wenn ich nur 2000 Euro auf dem Konto habe, kann jeder Top-Trader initial mit 2000 Euro handeln, auch wenn es mehrere sind und nicht nur einer. Wenn ich jetzt Veränderungen bei dieser Ordergröße vornehme, dann hebe ich natürlich diese grundsätzlich bestehende Proportionalität wieder auf. Wir haben es ja gerade gesehen, wir können die Ordergröße in Schritten von 0,25 zwischen 0 und 3 einstellen. Das ist nicht nur mit Blick, haben wir auch gesehen, auf den Trader insgesamt möglich, sondern natürlich auch mit Blick auf die Einzelwerte, die bereits gehandelt wurden. Jetzt fragt sich manch einer vielleicht, wofür ist die Ordergröße 0 überhaupt sinnvoll? Da muss ich dem Trader doch eigentlich überhaupt nicht folgen. Klar, grundsätzlich, wenn ich anfange, jemandem zu folgen, ist Ordergröße 0 vielleicht noch nicht so sinnvoll. Aber wenn ich einem Top-Trader schon einige Zeit folge und ich möchte mich demnächst von ihm trennen, aber möchte nicht, dass alle offenen Positionen, die durch seine Signale generiert wurden, abrupt geschlossen werden, dann habe ich mit der Ordergröße 0 die Möglichkeit, dass der Top-Trader ausläuft sozusagen, dass also keine weiteren Positionen durch ihn hinzukommen. Und wenn dann alle alten Positionen sozusagen durch seine Signale geschlossen wurden, könnte ich dann halt auch letztendlich hingehen und könnte den Top-Trader ganz aus dem Portfolio entfernen. Ganz wichtiger Hinweis: Gehen Sie bitte wirklich vorsichtig mit den Erhöhungen der Ordergröße um und denken Sie halt immer daran, Sie können die Ordergröße nicht nur erhöhen, sondern auch reduzieren. Wichtig zu wissen ist an der Stelle auch, erhöhte Ordergrößen können dazu führen, dass man als Follower nicht mehr genügend Margin, also Sicherheitsleistung auf seinem Konto zur Verfügung hat, sodass möglicherweise keine weiteren Positionen für mich eröffnet werden, obwohl der Top-Trader aber weiter handelt. Also Ordergrößen erhöhen kann eine problematische Sache sein. Wir hatten uns in den vergangenen Webinaren, das machen wir auch in der Zukunft bestimmt nochmal, auch nochmal mit diesem Basiseffektproblem beschäftigt. Wieso das also genau so problematisch sein kann, ist ein ähnlicher Effekt, den man auch von gehebelten ETFs oder von Faktorzertifikaten kennt. Das machen wir heute Abend jetzt nicht mehr, weil, wie gesagt, die Zeit läuft uns etwas davon und ich möchte auch noch die Loss Protection ansprechen, bevor wir das Webinar schließen. Zum Thema Ordergröße werden wir in den folgenden Webinaren wieder ein bisschen mehr sagen, wenn wir halt hier mit dem Portfolio weitermachen und dann letztlich auch unsere 5 Top-Trader zusammen haben, um das Portfolio dann auch auszuführen. Wenn ich auf der Startseite sozusagen bin, also wenn ich mich eingeloggt habe und auf mein Konto klicke, dann habe ich hier die Möglichkeit, wenn ich ein ausgeführtes Portfolio habe, die Loss Protection einzustellen. Aktuell haben wir hier natürlich kein Portfolio ausgeführt, weil wir unsere Zusammenstellung noch nicht vollständig haben. Aber wenn ich ein Portfolio ausführen würde, könnte ich hier über das Zahnradsymbol die Loss Protection aufrufen und könnte damit eine Schwelle einstellen, ab der ich für mein Konto keine weiteren Verluste dulden möchte. Was hat es mit der Loss Protection auf sich grundsätzlich? Wie ist das zu verstehen? Was ist das für ein Tool? Die Loss Protection kann man als eine Art Stop-Loss für das gesamte Konto begreifen. Mit der Loss Protection kann also eine Schwelle, ein sogenannter Netto-Liquidationswert festgelegt werden, ab dem Sie keine weiteren Verluste hinnehmen möchten. Wenn diese eingestellte Schwelle erreicht wird, dann wird die Schließung aller offenen Positionen veranlasst und die Ausführung des Portfolios wird dann beendet. Sind jedoch Märkte, auf denen zurzeit offene Positionen bestehen, geschlossen, dann erfolgt die Schließung dieser jeweiligen Position nach Marktöffnung, also wenn der jeweilige Markt wieder geöffnet hat. Die Loss Protection ist ein wichtiges Mittel zur Risikobegrenzung für Follower, weil wir möchten natürlich gerade als Follower im Gegensatz zu manchen aktiven Tradern oder Daytradern nicht den ganzen Tag vielleicht vorm Bildschirm sitzen, haben wir durch die Loss Protection nämlich die Möglichkeit, dass ab Erreichen dieser Schwelle unser Konto automatisch getrennt wird, ohne dass wir das manuell machen müssen. Dennoch kann es aber vorkommen, dass diese festgelegte Schwelle unterschritten wird, zum Beispiel durch Gaps. Gaps sind also Kurslücken, zum Beispiel zwischen zwei Handelstagen. Also wenn über Nacht sozusagen Nachrichten auftreten, die am nächsten Morgen dann zu einer
Marktöffnung auf deutlich anderem Niveau als der Vortagesstoßkurs führen, dann kann das natürlich sein, dass meine Positionen auch zu einem Niveau geschlossen werden müssen, weil der erste Kurs bereits tiefer ist, als das noch der Fall war, als die Loss Protection ausgelöst hat. Die Loss Protection kann ja durchaus ausgelöst werden, wie gesagt, wenn bestimmte Märkte schon geschlossen haben, einfach zum Beispiel durch Devisenpositionen. Die Währungsmärkte sind ja nahezu rund um die Uhr geöffnet und es kann ja sein, dass mein Konto zum Beispiel durch Devisenpositionen so ins Minus gezogen wird, dass die Loss Protection greift, aber halt gerade die Aktienmärkte nicht aufhaben. Dann würden diese Währungspositionen zunächst geschlossen und die Positionen auf den Aktienmärkten würden dann zunächst Marktöffnung geschlossen. Und durch diesen Unterschied kann es zu Unterschreitung, aber natürlich im günstigen Fall auch zu Überschreitung der eingestellten Schwelle führen. Das heißt, es muss nicht so sein, dass das Konto dann genau exakt auf dem Wert getrennt wird, geschlossen wird, den wir eingestellt haben. Aber dennoch ist es halt ein ganz wichtiges Tool für uns als Follower, mit dem wir das Konto quasi managen können oder überwachen können, auch während wir ja nicht permanent online sind und das Ganze manuell im Blick haben. Wichtig zu wissen, wenn man über die Loss Protection spricht, ist auch, dass Positionen, die man als Follower selbst eröffnet hat, also über TradeHub oder verändert hat, dass die durch die Loss Protection nicht geschlossen werden. Das heißt, wenn ich über TradeHub eine Position, auch wenn sie von einem Signalgeber ausging, verändert habe, dann wird die im Falle der Loss Protection Auslösung nicht geschlossen. Das müsste ich dann selbst machen. Gleichwohl werden diese Positionen aber bei der Berechnung einbezogen. Das heißt, wenn die Loss Protection den Kontowert mit der eingestellten Schwelle abgleicht, spielen auch diese Positionen, die ich selbst eröffnet habe oder die ich verändert habe, eine Rolle. Aber sie würden dann halt durch diesen Mechanismus im Gegensatz zu den klassischen Signalgeberpositionen, die ich nicht verändert habe, würden diese Positionen nicht geschlossen. Das ist ein kleines, aber wichtiges Detail, was man, wenn man über die Loss Protection spricht, nicht unterschlagen sollte. So, lieber Michael und liebe Teilnehmer, meine Uhr sagt, glaube ich, irgendwas von um die 10 vor 8. Ich würde sagen, ich schaue noch mal aufs Fragenfenster, ob wir da noch irgendwelche offenen Fragen haben, die wir beide hier heute Abend noch beantworten können. Sie können natürlich gerne auch weitere Fragen stellen, liebe Teilnehmer. Ich habe hier noch eine Anmerkung, immer noch Michael, zu der Sache mit der Deutschen Bank und Schneider. Muss ich doch nochmal aufgreifen, das Thema scheint doch hier zu bewegen. Also Breuer war wohl im Zusammenhang mit der Kirchpleite genannt damals, so schreibt es mir dieser Teilnehmer. Kann sein, kann ich jetzt nicht bestätigen, weiß ich nicht. Ist aber möglich, dass der Name in dem Zusammenhang eine Rolle spielt. Und Hilmar Kopper war, glaube ich, der mit den Peanuts, genau. Ja. Das ist jetzt keine wirkliche Teilnehmerfrage, aber es musste ich doch nochmal zum Besten geben jetzt hier, weil wir das Thema hier heute Abend aufgegriffen haben. Sonst haben wir, glaube ich, soweit alles, sehe ich im Moment zumindest, beantworten können. Durch unsere Ausführungen hier heute Abend, wie gesagt, ein paar Minuten, liebe Teilnehmer, lassen wir das Webinar noch offen. Sollten Ihnen noch Fragen einfallen, gerne stellen, auch vielleicht, wenn es Fragen an den Michael sind, vielleicht auch im Zusammenhang mit seinem Blog, nutzen Sie die Gelegenheit. Michael ist ja heute hier unser Gast und natürlich auch noch ein paar Minuten für Sie da. Wenn da noch irgendwelche Fragen direkt an Michael sind, dann bitte auch einfach jetzt hier stellen. Andernfalls würde ich mich freuen, wenn Sie auch beim kommenden Webinar wieder dabei sind. Der Termin des nächsten Webinars im März, der wird wie gehabt auf www.iono.com veröffentlicht. Dort unter dem Punkt Wissen und dann Webinare finden Sie ja immer die aktuellen Webinartermine von IONO und so natürlich auch die Termine von der Follower Academy. Haben wir gerade schon gesagt, wir müssen uns dann damit beschäftigen, unser Webinarportfolio hier wieder zu bestücken. Zwei haben wir schon gefunden, dank Michaels Hilfe. Das heißt, wir müssen noch die restlichen drei Positionen, offenen Positionen hier vergeben für unser Webinarportfolio und vielleicht bis zum nächsten Termin hat sich auch noch die eine oder andere interessante Entwicklung bei den Gewinnern der Meisterschaft ergeben, dass wir aus diesem Pool an Kandidaten noch was finden
Und sonst werden wir natürlich, wie gehabt, auch mit Hilfe der Suchfunktion uns noch ein paar interessantere Profile raussuchen. Ja, Fragen kommen jetzt im Moment nicht mehr. Fragen, die Ihnen nach dem Webinar noch einfallen, ist ja oft so, Webinar gerade vorbei, dann fällt einem noch was ein. Die können Sie natürlich jederzeit auch per E-Mail an Ajondo richten unter service@ajondo.com. Ja, Michael, da wir noch ein paar Minuten haben, würde ich gerne noch die Gelegenheit nutzen, nochmal auf dich zurückzukommen. Möchtest du noch was zum Besten geben heute Abend für die Teilnehmer? Hast du noch was auf dem Herzen, was du uns hier mitteilen möchtest, bevor wir das Webinar dann schließen heute Abend? Also singen kann ich nicht mehr, dafür ist meine Stimme zu Ach, schlecht. schade. Da hatte ich jetzt drauf gesetzt eigentlich. Ich dachte, das könnte ich noch aus dir herauskitzeln heute Abend, aber es gelingt mir ja dann nicht. Naja, ich möchte das den Teilnehmern auch ersparen zu singen. Von daher, Das zumal, glaube ich, Einzige, uns. was ich vielleicht noch den Teilnehmern mitgeben möchte, wie gesagt, ich verfolge das Thema Social Trading in diesen mit meinem kleinen Blog ja nun schon seit 2012 sehr intensiv. Und Sie müssen sich immer bewusst sein, es ist ein ständiges Kommen und Gehen auf diesen Plattformen. Und es gibt leider sehr wenige auf Dauer beständige Profile. Zu diesen wenigen gehören unter anderem diese beiden, von denen wir ja vorhin gesprochen haben. Zumindest die Trader, die dahinter stehen. Ansonsten ist es leider so, die Erfahrung zeigt, dass man immer wachen Auges auf der Plattform unterwegs sein muss und im Zweifel auch die Entscheidung tatsächlich treffen muss, ich trenne mich von jemand und wenn es geht, bevor er über die Klippe springt. Denn die Halbwertszeit vieler Profile ist leider sehr, sehr kurz. Also passen Sie auf Ihr Geld auf. Es ist keine Einbahnstraße. Auch Social Trading nicht. Ja, genau. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort, was ich auch zu Beginn schon gesagt habe. Das ist halt kein Selbstläufer. Social Trading entbindet uns natürlich auch als Follower nicht von der Verantwortung für das eigene Geld und davon, von der Verantwortung auch mal draufzuschauen, regelmäßig, wie Michael schon sagte, möglichst, wenn sich eine negative Entwicklung beginnt, abzuzeichnen, was immer passieren kann, was, glaube ich, bei jeder Anlageform passieren kann. Ist es halt das A und O, dass man das frühzeitig erkennt, dass man die Tools nutzt, um das Schlimmste zu verhindern, wo vermutlich auch die Loss Protection ein gutes Stück bei leisten kann, dass man sich bereits bei der Auswahl der Profile Gedanken macht, dass man halt wirklich nicht nur auf Performance schaut, dass man halt wirklich Zusammenhänge herstellt, ein Verhältnis herstellt zu den anderen Kennzahlen, dass man möglichst, wenn da eine Strategiebeschreibung da ist, auch versucht, das in der Transaktionshistorie wiederzuerkennen. Ja, dass man halt wirklich auch kontinuierlich bereit ist, die Aufstellung des Portfolios zu verändern, dass man halt die Möglichkeiten, die Plattform bietet, auch nutzt, also dass man halt auch Trader auswechselt oder wie es jetzt halt durch die Ordergröße 0, haben wir gerade schon gesagt, auch möglich ist, auslaufen lässt. Selbst wenn ich also sage, ich möchte jetzt nicht diese Position alles schließen, ich möchte dem Top-Trader die Chance geben, dass er ja mit den Positionen vielleicht noch die Kurve kriegt oder das für richtig hält, aber ich möchte zumindest nicht, dass von ihm jetzt neue Positionen dazukommen, dass ich dann halt diese Ordergröße 0 wechsle und dass ich halt natürlich auch auf meiner Seite, auf der Seite des Followers nicht hingehe und Risiken vielleicht unnötig noch ausweite, indem ich jetzt unangemessen Hebel ansetze, wie zum Beispiel durch Erhöhung der Ordergröße. Ich möchte nicht grundsätzlich sagen, das ist keine Option und es gibt sicherlich auch das eine oder andere Profil, da hat sich das in der Vergangenheit vielleicht ausgezahlt, wenn ich da mal mit einer erhöhten Ordergröße gehandelt habe. Aber so viel jetzt schon vorweg, bevor wir das in den nächsten Webinaren auch genauer anschauen. Das Problem ist halt gerade die Volatilität, das Hin und Her. Wenn die Performance nicht geradlinig in die gewünschte Richtung verläuft, kann ich mir mit einer erhöhten Ordergröße da ganz schnell ja Ungemach ins Konto holen sozusagen. Und deswegen würde ich sagen, es ist in vielen Fällen vielleicht sogar interessanter, zumindest vorübergehend die Ordergröße mal zu reduzieren, als sie denn zu erhöhen. Aber das sind, wie gesagt, alles persönliche Gedanken natürlich von Michael und mir. Wir können hier immer nur versuchen, Beispiele zu geben, ja, anhand der Plattform, anhand von praktischen Beispielen zu zeigen, welche Möglichkeiten gibt es, wie kann man mit dem Thema umgehen und wie kann man die Chancen, die im Prinzip diese Anlageform uns bietet, versuchen auch
angemessen zu nutzen. So, Michael, haben wir genug Moralpredigt gemacht, oder? Jetzt würde ich sagen, so langsam dürfen wir die Teilnehmer in ihren wohlverdienten Feierabend entlassen. Auch dich natürlich, Michael, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Hat mir großen Spaß gemacht. Sehr gerne, hat mich auch gefreut, dass du uns auch deine Sicht der Dinge, deine Einblicke mit auf den Weg gegeben hast. Würde mich auch freuen, wenn sich nochmal wieder die Gelegenheit ergibt. Hoffentlich nicht erst bei der nächsten Meisterschaft, die ja, denke ich, dann auch noch irgendwann zu erwarten ist. Und auch an Sie, liebe Teilnehmer, natürlich herzlichen Dank für Ihre Teilnahme heute Abend. Schön, dass Sie dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Termin wieder dabei sind. Und für heute Abend wünsche ich Ihnen noch eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen. Schönen Abend aus Berlin.